Herzlich willkommen zum Hochschulinformationstag 2021 hier bei uns an der Hochschule in Neubrandenburg. Wir freuen uns, heute den Nachmittag mit Ihnen, mit euch verbringen zu dürfen und in den Fachbereich Agrarwirtschaft und Lebensmittelwissenschaften einzutauchen. Mein Name ist Thea von Harz, ich bin 25. Ich habe hier an der Hochschule einen Bachelor Agrarwirtschaft studiert, bin jetzt in den letzten Zügen meines Masterstudiums und komme auch direkt aus Neubrandenburg, also würde ich sagen, ich kenne die Stadt ganz gut und habe mich trotzdem ganz bewusst für ein Studium hier vor Ort entschieden, hier in meiner Heimat, einfach wegen der persönlichen Atmosphäre hier am Campus, ja, und wegen der Praxisnähe. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Henrike Liesen. Ich studiere im sechsten Semester Lebensmitteltechnologie dual und mache nebenbei meine Ausbildung zur Milchtechnologin. Ich habe mich hier für Neubrandenburg entschieden, weil auch die Praxisnähe und das Familiäre mir einfach so gut gefallen hat und möchte Ihnen heute den Studiengang Lebensmitteltechnologie ein bisschen näher bringen. Ja, und auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Vinzenz Morasch. Ich studiere hier an der Hochschule Neubrandenburg Diätetik im sechsten Semester jetzt. Und mich hat es nach Neubrandenburg verschlagen, weil es einfach ein sehr besonderer Studiengang ist, den es auch nicht allzu oft gibt. Und hier in Neubrandenburg ist es eben schön, an einer schönen Hochschule und genau. Ja, wir werden, wie gesagt, Sie und euch heute durch den Nachmittag begleiten. Zunächst werden wir uns den Studiengang Agrarwirtschaft anschauen, danach in die Lebensmittelwissenschaften eintauchen und zu guter Letzt uns die Diätetik genauer angucken. Ja, vielen Dank erstmal. Ich freue mich, dass ich jetzt unseren Dekan, Professor Dr. Rainer Langosch, begrüßen darf. Ein Dekan, der leitet quasi den Fachbereich, er ist unser Vertreter. Und ja, Professor Dr. Rainer Langosch, lassen Sie uns zunächst über den Fachbereich einmal sprechen. Was macht unseren Fachbereich Agrarwirtschaft und Lebensmittelwissenschaften denn eigentlich aus? Liebe Frau von Harz, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, die ein größeres Publikum verdient hätte, als ich das heute hier darstellen kann mit meinen begrenzten Möglichkeiten. Dennoch schön, dass Sie da sind. Schade, dass Sie nicht hier sind, aber lassen wir uns mit Ihrer Frage beschäftigt, Frau von Harz. Was macht Neubrandenburg hier aus? Drei Dinge sind das, die für mich im Vordergrund stehen. Erstens die Menschen. Hier sind etwas mehr als 500 Studierende an unserem Fachbereich eingeschrieben, in unserem neuen Studiengang. Die werden ausgebildet, an die wissenschaftliche Arbeit herangeführt durch 24 Professorinnen und Professoren und noch einmal etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter praktischer und wissenschaftlicher Aufgabenstellung. Wir haben hier drei große Studienrichtungen, die haben Sie vorhin schon freundlich verkörpert gesehen durch Frau Liesen, Frau von Harz und Herrn Morasch. Und das ist das Zweite, was hier so interessant ist, die Vielfalt. Die neuen Studiengänge erstrecken sich über 6 Bachelor-Studiengänge in der Agrarwirtschaft, in der Lebensmitteltechnik, in der Diätetik und das ist so ein kleines Bonbon hier, ein berufsbegleitender Studiengang der angewandten Betriebswirtschaftslehre. Und alle Studiengänge sind, das ist in diesen Zeiten nicht unwichtig, systemrelevant. Drittens, Praxis, Praxis, Praxisnähe. Auch das ist vorhin schon angeklungen. Ich mache das mal eben handfest. Wir haben in unseren agrarwirtschaftlichen und unseren lebensmitteltechnologischen Studiengängen die Möglichkeit, ein duales Bachelorstudium zu absolvieren. Das heißt, gleichzeitig in der Praxis tätig und in der Hochschule eingeschrieben und hier im Studium aktiv und engagiert. Das gewährleistet für uns, dass wir im Hörsaal wissen, worüber wir reden. Wir haben den berufsbegleitenden Studiengang angewandte Betriebswirtschaftslehre, auf den bin ich vorhin schon kurz eingegangen. Und dann haben wir noch ein ganz besonderes Bonbonchen, noch ein zweites, wenn wir schon um Kamelle werfen sind. Wir haben einen binationalen Studiengang gemeinsam mit einer Universität in Argentinien.
in dem die Masterstudierenden ein Jahr in Argentinien verbringen, ein Jahr in Deutschland verbringen und am Ende dieses zweijährigen Studiums ihr Master-Degree erwerben. Und auch unsere Diätetik ist sehr praxisbezogen. Da werden die 4 Semester gewissermaßen Hauptstudium nach einer Ausbildung an einer Diätschule mit hohem Praxisgehalt hier bei uns in der Brand auch absolviert. Und Herr Langosch, warum gibt es denn so viele unterschiedliche Studiengänge bei uns im Fachbereich und welche Vorteile hat man vielleicht auch als Student daraus resultierend? Das verbindende Band ist im Wesentlichen die Lebensmittelwertschöpfungskette. Vom Acker über den Stall bis hin in die Lebensmittelverarbeitung und weiter in die menschliche Verdauungssystematik hinein über die Diätetik. Und ganz zum Schluss haben wir dann die Entsorgung, wo wir uns sozusagen kreislaufwirtschaftlich wieder treffen und da dann die Kette sozusagen schließen. Das macht uns hier in Neubrandenburg als Studienort, ich will nicht sagen einzigartig, den einen oder anderen Hochschulstandort gibt es noch in Deutschland, der diese breite Vielfalt anbieten kann, aber allzu viele sind es nicht. Und wir müssen verstehen, dass wir ja auch von der Lage hier in Neubrandenburg nah am Thema sind. Ja, wir sind hier inmitten eines fantastischen ländlichen Raums mit allen Möglichkeiten, die auch sportliche Aktivitäten einschließen, die all diese Möglichkeiten bieten. Und da ist ein unmittelbarer Bezug zu der Region, zu dem Ort, wo Lebensmittel herkommen, bis eben dahin, wo sie verarbeitet werden. Und dann ihren Weg zum Konsumenten finden. Und das macht das einzelne Studium, jedes dieser Teilbereiche, so interessant, dass wir hier mit den Kommilitonen und Kommilitonen aus anderen Studiengängen sprechen, dass wir hier auch Lehrveranstaltungen kreuz und quer über unsere Studiendisziplinen anbieten. Professor Langosch, Sie sind Dekan, aber darüber hinaus sind Sie eben auch Professor für Unternehmensführung und Kommunikation. Ich würde jetzt auch gerne mit Ihnen über den Studiengang Agrarwirtschaft ins Gespräch kommen. Viele haben ja eine Vorstellung von Landwirtschaft. Also die meisten, die hierher kommen, die können vielleicht auch schon irgendwo ein bisschen Traktor fahren. Aber warum sollte man denn trotzdem nochmal Agrarwirtschaft studieren? Wer Traktor fahren kann, der weiß, dass Landwirtschaft kein Job ist, sondern eine Lebenseinstellung. Und dazu gehört ein sehr, sehr breites Wissen über die Zusammenhänge. Wir starten hier mit den naturwissenschaftlich-mathematischen Fächern. Ich will jetzt niemanden abschrecken, aber das gehört dazu. Man braucht Grundlagen, auf denen man feststeht. Dann gehen wir in die ingenieurwissenschaftlichen Fächer. Landtechnik, Pflanzenbau, Tierhaltung, das spielt eine wesentliche Rolle in den ersten Studienjahren. Und dann spezialisieren wir uns, auch Ökonomie kommt dazu, Sozialwissenschaften des Landbaus. Ja, Sie bekommen also ein sehr breites Angebot und müssen sich mit diesem breiten Angebot intensiv befassen. Und das ist dann nachher die Grundlage für Know-how, was Sie brauchen. Warum Sie das Know-how brauchen, mache ich Ihnen an 2 Zahlen klar. Weltweit haben wir etwa 7,8 Milliarden Menschen. Diese 7,8 Milliarden Menschen werden ernährt von 1 Milliarde Landwirten. Also wir könnten sagen, weltweit haben wir ein Verhältnis von einem Landwirt zu 7,8 Peoples, die ernährt werden. Wenn wir nach Deutschland gucken, nach Europa gucken, da haben wir ein Verhältnis von einem Landwirt zu 145 Menschen, die durch ihn ernährt werden. Das heißt also, wir haben hier eine hochproduktive, auch intensive Landwirtschaft. Und die braucht sehr viel, nicht nur Wissen, sondern auch Können. Und das macht uns als Hochschule für angewandte Wissenschaften so schlagkräftig, leistungsfähig. Das können wir Ihnen anbieten. Und das ist sozusagen die Eintrittskarte in eines der spannendsten Berufsfelder, die es gibt. Und welche Besonderheiten hat das Studium Agrarwirtschaft an einer Fachhochschule im Allgemeinen und welche Highlights bietet Neubrandenburg als Studienstandort?
Die Fachhochschule ist die akademische Ausbildungseinheit, in der die Praxis eine dominierende Rolle spielt. Praktische Fragestellung, gehe zu landwirtschaftlichen Betrieben, zu Landwirtinnen, zu Landwirten. Warum Neubrandenburg? Da könnte ich es mir jetzt leicht machen und sagen, guck mal in die Zeitung, da steht es drin. Ja, hier im Blitz, die aus Neubrandenburg und Umgebung kennen den Blitz, da steht es in drei Kategorien auf dem Siegertröpfchen. Da stand vor 4 Wochen drin, weil unser Studienangebot hier am Fachbereich ausgezeichnet worden ist im Hochschulranking. Studenten benoten ihre Professoren. Das ist sozusagen die Botschaft des Hochschulrankings. Und da hat von über 25 Hochschulen im deutschsprachigen Europa Neubrandenburg, man könnte sagen, abgeräumt. Von 9 Kategorien, die zur Wahl standen, hat Neubrandenburg 3-mal auf dem Siegertreppchen gestanden. Und sozusagen Anerkennung und Lob aus den Reihen der Studierenden erfahren. Das ist ein Grund, aber es gibt einen weiteren Grund. Es gibt einen Hochschul-TÜV, so könnte man ihn nennen, Akkreditierung heißt das. Da kommen Expertengremien aus der gesamten Republik, gucken sich das Studienangebot an und prüfen die Studierbarkeit. So wie beim Auto alle 2 Jahre die Fahrtüchtigkeit geprüft wird, wird hier die Studierfähigkeit geprüft. Und alle unsere Studiengänge, die agrarwirtschaftlichen, aber auch die in der Lebensmitteltechnologie, auch die in der Diätetik, auch die in der angewandten Betriebswirtschaftslehre, haben alle ihre TÜV-Plakette am Studium. Das heißt, wenn Sie hier studieren, dann sind Sie sicher, dass das Studium anerkannt ist und allen Anforderungen gerecht wird. Dann gibt es einen dritten Punkt. Und das ist der, der mir persönlich sehr, sehr wichtig wäre, wenn ich auf meine Studienwahl, meinen Studienort gucke, das ist das, was macht der Markt eigentlich? Was sagt der Arbeitsmarkt? Und der Arbeitsmarkt ruft uns zu, er schreit uns an, liefert mehr von den Absolventinnen und Absolventen, die ihr in Neubrandenburg ausbildet. Wir brauchen diese Qualifikation, wir brauchen diese Qualität der Qualifikation, wir brauchen diese jungen Menschen, die das verstanden haben, dass Landwirtschaft ihr Berufsleben ist. Herzlichen Dank, Herr Langosch. Vielen Dank für die einführenden Worte. Und dann dürfen wir jetzt weitermachen im Programm. Ich möchte gern Annemarie Scheer und Jan Lippitz vorstellen. Die beiden sind bei uns Studiengangsbotschafter, das heißt, sie kennen sich besonders gut mit dem Studiengang Agrarwirtschaft aus und kennen viele Antworten auf häufige Fragen. Annemarie und Jan, stellt euch doch mal vor. Ja, hi, liebe Leute. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir sind die Studiengangsbotschafter. Um die Spannung ein wenig zu lockern, haben wir uns erstmal für das per Du entschieden. Das ist etwas direkter, persönlicher. Wenn ihr das natürlich nicht mögt, schreibt das bitte in den Chat. Ja, generell könnt ihr immer den Chat benutzen, um Fragen zu stellen. Genau, eine kurze Vorstellung. Annemarie studiert Agrarwirtschaft dual seit 2017 und ich bin dualer Student seit 2018. Genau, und unsere Aufgabe ist kurz gesagt die Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, wir fahren auf Messen normalerweise, organisieren Infoveranstaltungen, posten regelmäßig die neuesten Infos auf Instagram und Facebook, machen zum Beispiel auch einen Podcast namens Feed Talk auf Spotify und suchen stetig den Kontakt zu Studieninteressierten. Wir sorgen grob gesagt dafür, dass das Campusleben, was hier stattfindet, ein bisschen weiter rausgetragen wird. Wir erzählen euch die Sicht des Studiengangs aus Studierende für kommende Studierende und möchten euch somit wecken, hier natürlich Agrarwirtschaft zu studieren. Ja, also wenn ihr Fragen rund ums Studium Agrarwirtschaft habt, zum Beispiel, ja, wie ist der Studienablauf, was habe ich später für Perspektiven mit diesem Studium oder ist das Studium für mich überhaupt machbar, dann sind wir natürlich gerne für euch da und erreichen kann man uns unter anderem unter der E-Mail-Adresse studiengangsbotschafter-aw@hs-nb.de. Das haue ich euch gleich mal in den Chat. Ja, was gibt's sonst noch außer die E-Mail? Wir sind natürlich auch telefonisch erreichbar. Da haben wir eine sogenannte Sprechstunde. Die findet beispielsweise dienstags von 14 bis 17 Uhr statt und am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr. Unter folgender Telefonnummer könnt ihr uns da erreichen. Und zwar, Annemarie gibt die auch nochmal gleich in den Chat ein, da könnt ihr die nachlesen. Das ist die 0395
5693 2972. Genau. Außerdem haben wir, wie gesagt, schon einen Podcast am Laufen namens Feed Talk. Den könnt ihr dann unter oder auf Spotify zum Beispiel sehen. Und da reden wir über den Bachelorstudiengang, den dualen Bachelor, den Master, generell über das Campusleben hier. Wie läuft hier die Wohnungssuche? Was haben wir hier für Studienangebote und so weiter und so fort? Die letzte Folge ging zum Beispiel ums Prüfungsgeschehen, also sehr spannend und sehr informativ. Richtig, da wird sozusagen, oder wir klären ab und zu auch dann mal frische Sachen, also die jetzt neu anstehen oder wie wir das so ein bisschen fanden. Es werden sich auch ab und zu mal Gäste auch teilweise telefonisch eingeladen, weil man das eben auch über eine lange Distanz besser klären kann. Ansonsten sind wir natürlich auch über Social Media, also sprich Instagram oder über Facebook erreichbar, und zwar unter Agrarwirtschaft Neubrandenburg. Also, wenn ihr dranbleibt, dann könnt ihr uns nachher um 18 Uhr richtig, auch zu einem persönlichen Gespräch noch antreffen, also und zwar im WebEx-Raum so für die Studiengangsbotschafter Annemarie und Jan. Da geht es nur um den Studiengang Agrarwirtschaft. Und ja, bis dahin, wir freuen uns. Richtig. Ja, vielen Dank, Annemarie. Vielen Dank, Jan. Also euch kann man 18 Uhr, das ist sehr schön. Und jetzt gehen wir mal raus. Wir gehen jetzt raus in unseren Schaugarten, der ist auch direkt bei uns auf dem Campus. Und Professorin Strelo sowie Bernd Schulze und Professor Dobers werden uns dort zeigen, was wir als Studierende da draußen in der Praxis so lernen können. Das Praktische ist eben, dass wir eine Campus-Hochschule sind und dadurch wirklich alles direkt vor Ort haben, sowie den Schaugarten. Und jetzt wird das Video auch schon losgehen. Ja, herzlich willkommen, liebe zukünftige Studierende, hier zum digitalen Hochschulinformationstag 2021 an der Hochschule Neubrandenburg. Und wir möchten Ihnen einen kleinen Einblick in das Studium der Agrarwissenschaften gewähren und befinden uns zurzeit hier im Schaugarten des Studienganges Agrarwirtschaft. Im Schaugarten bauen wir zusammen mit Studierenden eine Vielzahl landwirtschaftlicher Kulturpflanzen an. Das reicht von Weizen, Gerste, Raps, Mais, Rüben, Kartoffeln bis hin zu auch selteneren Pflanzen wie Ackerbohnen, Erbsen, Lupinen, Faserhanf, Tabak, Hopfen, Färberpflanzen. Dazu kommen ältere und Vorfahren unserer heutigen Kulturpflanzen, ein Gräsergarten und ein Kräutergarten und auch einen Garten mit nachwachsenden Rohstoffen. Das Ganze dient dazu, dass unsere Studenten und Studentinnen während oder auch nach der Lehrveranstaltung auf kurzen Wege hier direkt vom Hörsaal oder vom Seminarraum in den Schaugarten gehen. Wir haben auf jeden Fall gerade ein kleines technisches Problem, aber das ist kein Problem. Ich werde ein bisschen was zum Studium hier in Neubrandenburg erzählen. Ich habe ja vorhin schon angeschnitten, dass ich mich vor allen Dingen wegen der Praxisnähe hierfür entschieden habe. Gerade weil wir zum Beispiel den Schaugarten vor Ort haben, weil wir viele Praxisbetriebe in der Umgebung haben, mit denen unsere Professorinnen und Professoren kooperieren, sodass wir auch früh schon im Bachelorstudium Einblicke in die Praxis bekommen. Darüber hinaus kann man so eben auch gut die theoretischen Inhalte, die man so in der Vorlesung lernt, verbinden mit dem, was man dann eben draußen sieht. Das Schöne ist eben bei einer Campus-Hochschule, dass wirklich alles, was die Hochschule betrifft, hier vor Ort auf einem Platz ist. Das heißt, wir haben hier eine Bibliothek direkt am Campus, wir haben hier Wohnheime. Und jetzt probieren wir nochmal, ob wir jetzt in den Schaugarten schauen können. Ja, herzlich willkommen, liebe zukünftige Studierende, hier zum digitalen Hochschulinformationstag 2021 an der Hochschule Neubrandenburg. Und wir möchten Ihnen einen kleinen Einblick in das Studium der Agrarwissenschaften gewähren und befinden uns zurzeit hier im Schaugarten des Studienganges Agrarwirtschaft. Im Schaugarten bauen wir zusammen mit Studierenden eine Vielzahl landwirtschaftlicher Kulturpflanzen an. Das reicht von Weizen, Gerste, Raps, Mais, Rüben, Kartoffeln bis hin zu auch selteneren Pflanzen wie Ackerbohnen, Erbsen, Lupinen, Faserhanf, Tabak, Hopfen, Färberpflanzen. Dazu kommen ältere und Vorfahren unserer heutigen Kulturpflanzen, ein Gräsergarten und ein Kräutergarten und auch einen Garten mit nachwachsenden Rohstoffen.
Das Ganze dient dazu, dass unsere Studenten und Studentinnen während oder auch nach der Lehrveranstaltung auf kurzen Wege hier direkt vom Hörsaal oder vom Seminarraum in den Schaugarten gehen können und sich dort vor Ort anschauen können, was ihnen theoretisch in der Vorlesung oder in dem Seminar vermittelt worden ist. Sie können die Pflanzen anfassen, sie können sie abpflücken, sie können sie sich anschauen, ob das nun in den Lehrgebieten Botanik, Pflanzenbau, Pflanzenschutz oder Pflanzenernährung ist. Und des Weiteren finden natürlich in unseren Schaugarten auch direkt Übungen und Praktika statt mit kleinen Studierendengruppen, wo dann also am Objekt studiert werden kann, was Besonderheiten an den Kulturpflanzen ist, welche Krankheiten es gibt und welche Mangelsymptome. Und wie genau der Pflanzenbau und der Pflanzenschutz sich hier mit den Schaugarten beschäftigen, das werden Ihnen meine Kolleginnen Herr Professor Dobos und Frau Professor Strelo im Anschluss erläutern. Vielen Dank. Und ich mache den Pflanzenbauer an der Hochschule Neubrandenburg. Wir versuchen Sie auszubilden, dass Sie auf Praxisschlägen in der Beratung die richtigen Entscheidungen treffen, dass Sie die Bestände gut ansprechen können, dass Sie viele Pflanzenarten kennenlernen hier direkt am Hochschulgelände, dass wir nicht lang fahren müssen, aber dass wir dann bestens vorbereitet sind, die verschiedenen Phänomene auch draußen zu erkennen. Wir können hier Pflanzen entnehmen, das ist nur Lehrmaterial für Sie, um uns anzuschauen, wie viele Triebe haben sich gebildet, sind Sie gut ernährt, gibt es irgendwelche Besonderheiten. Wir haben hier Dinge installiert, um Sie auch mit Unterschiedlichkeiten vertraut zu machen und Sie somit auf das Praxisgeschehen, aber eben auch das ganze theoretische Konstrukt der Pflanzenbaulehre gut vorzubereiten. Hallo, in der Phytomedizin kümmern wir uns darum, was die Pflanzen krank macht. Das sind Viren, das sind Bakterien, das sind Pilze. Es geht auch darum, was an den Pflanzen frisst. Das sind tierische Schadorganismen, zum Beispiel Insekten. Und was durch Konkurrenz schädigt, das sind die Unkräuter. Und wenn diese Organismengruppen in Massen auftreten, dann führen sie natürlich zu Ertragsverlusten. In der Phytomedizin wollen wir wissen, was verursacht diesen Schaden. Wir wollen wissen, wieso kommt es überhaupt zum Massenauftreten. Wir wollen natürlich auch die Gegenmaßnahmen kennen in Form von vorbeugenden biologischen, chemischen oder physikalischen Maßnahmen. Und dann ist es wichtig zu wissen, ob diese Maßnahmen auch Effekte erzielen gegenüber Nicht-Zielorganismen, zum Beispiel Nützlinge. Das wollen wir natürlich gar nicht. Als allererstes müssen die Studierenden lernen, diese Schadorganismen oder wichtige Vertreter dieser Schadorganismen zu erkennen. Und das machen wir im Gewächshaus, im Schaugarten oder auch auf den Praxisflächen von Landwirten, die dankenswerterweise eben ihre Praxisflächen zur Verfügung stellen. Hier im Hintergrund sehen Sie zum Beispiel einen Unkrautparcours. Den erkennen Sie an diesen blauen Stäbchen mit den weißen Etiketten. Und da haben wir die Unkrautarten mit Nummern kodiert. Und die Aufgabe der Studierenden besteht jetzt darin, diesen Code zu knacken, also mit Hilfe von Bestimmungsliteratur die Unkräuter auf Artebene zu erkennen. Frau Möbius ist gerade drüben im Gewächshaus. Sie bereitet dort einen Pflanzentest vor, mit dessen Hilfe Schadorganismen, die im Boden leben, nachgewiesen werden sollen. Oder ein ganz bestimmter Schadorganismus soll dann nachgewiesen werden. Das machen die Studierenden normalerweise bei uns hier vor Ort. Aber unter den besonderen Bedingungen ist es jetzt so, dass die Studierenden zu uns kommen an die Hochschule, die Arbeitsmaterialien abholen, mit denen nach Hause fahren und den Test zu Hause durchführen. Und Frau Möbius dreht ein kleines Lernvideo, damit die Studis auch wissen, wie dieser Test überhaupt durchzuführen ist. Elisabeth Assmann hat bei uns in der Brandenburg Agrarwirtschaft studiert und ist jetzt als Vorsitzende im Agrarausschuss des Landtags in MV tätig. Frau Assmann, warum ist denn das Studium der Agrarwirtschaft so wichtig? Ich hoffe, sie kann uns sehen und hören. Elisabeth Assmann. Sieht so aus, als wenn sie nicht dabei ist. Dann würde ich jetzt mal einen Professor noch mal vorstellen, und zwar Professor Dr. Michael Hart. Er ist bei uns Professor für Agrarmarketing, genau. Vielleicht möchten Sie mal erzählen, was es hier so für interdisziplinäre Forschungsprojekte gibt oder Ähnliches. Ja, vielen Dank. Und ich fungiere jetzt als Springer und möchte aber gerne auch noch mal etwas berichten über unseren Fachbereich, der übrigens ja hier auch noch mal dargestellt ist. Sie sehen hier die Wertschöpfungskette für Lebensmittel. Und ich möchte Ihnen berichten von einem ganz speziellen und auch wirklich tollen Projekt, was wir an der Hochschule hier hatten. Und ähnliche Projekte haben wir auch noch geplant.
Wir haben vor einigen Jahren begonnen, ein Campusbier zu entwickeln. Das heißt, ein Produkt, ein Lebensmittel quasi, und das hat auch was mit unseren drei Studiengangsbereichen zu tun, nämlich der Agrarwirtschaft, den Lebensmittelwissenschaften und der Diätetik. Und dazu haben wir Projektseminare also quasi angeboten, und es gab auch wirklich einen großen Zulauf zu diesen Seminaren von den Studierenden. Also es war sehr gut, wie ich finde. Und wir haben letztendlich dann zu Beginn haben wir erstmal diskutiert, wo sollen denn die Rohstoffe herkommen für so ein Campusbier, für so ein selbstentwickeltes Bier. Wie wollen wir das quasi dann herstellen und wie wollen wir das vermarkten und wo wollen wir das eigentlich anbieten? Das waren so grundlegende Fragen, und das haben wir im Laufe von ein, zwei Jahren in mehreren Semestern quasi bearbeitet. Und es ist klar, die Studierenden der Lebensmittelwissenschaften, da gab es zwei, drei Studierende, die haben quasi ihre Bachelorarbeit über eine Rezeptur für ein Bier geschrieben. Und dann konnten wir so nach ein, zwei Jahren konnten wir auch das erste Bier testen. Zugegebenermaßen mussten wir dann auch noch ein bisschen anpassen. Wir haben es dann auch schon mal erprobt bei einer Immatrikulationsfeier. Wenn ich das hier erwähnen darf, mir persönlich war das ein bisschen zu stark, aber ne, wir haben dann das Rezept angepasst und jetzt haben wir ein tolles Produkt entwickelt, was jetzt quasi momentan natürlich nicht aufgrund der Corona-Pandemie, aber was wir letztendlich jetzt auch anbieten können. Also ein tolles Projekt, und das haben wir eigentlich auch jetzt für zukünftige Projekte auch vor, dass wir weitere Produkte hier gemeinsam entwickeln wollen. Also wo kommen die Rohstoffe her oder wie werden die Rohstoffe produziert, hergestellt? Das ist ein bisschen die agrarwirtschaftliche Seite. Dann die Lebensmittelherstellung machen die Lebensmittelwissenschaften, und die Diätetik guckt dann nochmal genau drauf, wie wir das Bier zum Beispiel vertragen, was wir dabei beachten müssen. Vielleicht so viel zu diesem Projekt. Ja. Jetzt würde ich wieder übergeben an. Vielen Dank. Gerne. Wofür braucht man eigentlich Landtechnik und was versteckt sich hinter dem dualen Studium der Agrarwirtschaft hier bei uns in Neubrandenburg? Wir schalten jetzt in die Landtechnikhalle. Dort warten schon Professorin Rose und Swantje Koch und möchten uns mehr zu dem Thema erzählen. Rose und ich stehen hier gerade. Nicht da. Ich bin bereit, falls Sie die technische Störung weiter bestehen. Dass Sie diese halt erstmal. Rose und ich stehen hier, gerade angekündigt von der Frau Essig, in der Landtechnikhalle. Und sagen Sie, Frau Rose, was machen denn die Studierenden hier? Herzlich willkommen in der Landtechnikhalle. Wir bieten hier insbesondere im Sommersemester Übungen an für die Studierenden an verschiedenen Gerätschaften, dass wir auch viele Praxis haben. Zum einen zum Beispiel bieten wir an, ein Gerät, ein Düngerstreuer beispielsweise, um Einstellungen zu üben oder auch moderne Technik zu sehen. Was kann man damit heute schon machen? Was ist alles möglich, um eben nicht nur die Grundlagen im Hörsaal zu lernen, sondern das Ganze auch praktisch einmal durchzuführen, auch wenn es natürlich nur am Modell ist und oftmals leider nicht auf dem Acker. Aber wir haben auch Kooperationen mit einigen Landtechnikhändlern, wo wir Ausflüge hinmachen. Zudem beschäftigen wir uns manchmal aber auch gern mit alter Technik. Wir haben zum Beispiel im vergangenen Semester Studierende einen Pflug wieder hergerichtet. Oder wir fahren auch gerne mal zum Hochschultag mit dem Lanz rum, auch wenn wir hier keine Treckerausbildung machen. So ist das doch mal was ganz Spannendes, was man jeden Tag macht und was auch ja, für die Studierenden in der Regel Freude bereitet. Das ist so, was wir hier an Übungen anbieten. Aber auch zu Technik-Tier gibt es weitere Übungen.
Braucht man denn jetzt die Landtechnik? Genau. Ja, wenn wir keine Landtechnik hätten, dann würden wir immer noch etwas im Boden üben, wahrscheinlich, hätten vielleicht noch einen Grabestock. Aber da sind wir weitergekommen. Wir brauchen die Landtechnik von der Bodenbearbeitung bis zum Ernte, auch beispielsweise zum Melken oder, wie wir hier sehen, zum Sehen. Wir haben hier beispielsweise ein Seeherz, was ein bisschen transparenter gestaltet ist, als wenn man es sonst in Praxis sieht, damit die Studierenden sehen, wie funktioniert solche Technik innen. Wir können hier beispielsweise Maiskörner vereinzeln und können damit eine sehr gute Aussaat, eine sehr präzise Aussaat gewährleisten und damit natürlich auch eine bessere Ernte und eine gute Ausnutzung von Flächen. Und hier lernt man eben, wie stellt man das ein, worauf ist zu achten und was gibt es überhaupt für Technik. Frau Rose, dann erzählen Sie mal, wo sehen Sie die Studierenden denn noch? Zudem bieten wir natürlich weiterführende Kurse. Das, was Sie hier gesehen haben, sind so die Grundlagen in der Landtechnik, die wir lernen und eben auch praktisch zeigen. Auf der anderen Seite bieten wir dann aber weiterführend Verfahrenstechnik Pflanze und Verfahrenstechnik Tier an und auch Precision Farming beispielsweise im Master, wo wir dann etwas tiefer in die Sachen und etwas übergreifender in die ganze Technik einsteigen. Ja, vielen Dank, Frau Rose, für die Informationen. Ich stehe hier in der Landtechnikhalle mit der Frau Rose, um sie nicht nur zu interviewen. Ich koordiniere auch das duale Studium. Herr Langasch hat das vorhin kurz schon angesprochen. Und bei dem dualen Studium ist es so, dass Sie die Möglichkeit haben, im Vollzeitstudium eine Ausbildung zu absolvieren und gleichzeitig das Studium, und das in 4,5 Jahren. Für alle diejenigen, die noch gar nichts über das duale Studium gehört haben, wie gesagt, es ist eine Kombination, in dem Sie also den Ausbildungsberuf Landwirt oder Landwirtin erlernen und in 9 Semestern dann zum Ende auch den Abschluss Bachelor of Science erhalten. Der Ablaufplan ist wie folgt, dass Sie zum Anfang mit der Ausbildung beginnen und im Wechsel zwischen Ausbildungsbetrieb und Berufsschule für ein Jahr diesen Wechsel vollziehen und dann im Wintersemester zu uns kommen, das erste Mal zum ersten Fachsemester zu uns an die Hochschule. Dann kehren Sie wieder in den Ausbildungsbetrieb bzw. in die Berufsschule zurück und schließen dann Ihre praktische und schriftliche Abschlussprüfung als Landwirtin ab. Und wenn Sie die erfolgreich abgeschlossen haben, kann Ihnen die auch niemand mehr nehmen. Das heißt also, das haben Sie schon mal in der Tasche. Danach kehren Sie zurück an die Hochschule und absolvieren Ihre letzten 2,5 Jahre bei uns und haben dann nach 4,5 Jahren Ihren Bachelor of Science und den Landwirt bzw. die Landwirtin. Die Vorteile, die dieses duale Studium bieten, sind verschieden. Einerseits haben Sie eine gesicherte Studienfinanzierung, das heißt also, Sie erhalten während der Ausbildungszeit auch eine Ausbildungsvergütung. Weiterhin ist es so, dass Sie, wenn Sie beispielsweise ein Quereinsteiger sind, ganz praxisnah erfahren, was es heißt, in der Landwirtschaft tätig zu sein. Aber auch für diejenigen, und das haben wir auch, die beispielsweise in einem elterlichen Betrieb aufgewachsen sind und auch mal über den Tellerrand schauen möchten, in einen anderen Betrieb, bietet das duale Studium die Möglichkeit, also sehr praxisorientiert zu sein. Ein weiterer Vorteil dieses dualen Studiums ist, dass Sie eine sogenannte Doppelqualifikation haben. Ich habe es gerade schon gesagt, Sie erhalten eine Ausbildungsvergütung, aber es ist auch möglich, dass Sie nach den gesetzlichen Vorgaben BAföG beziehen. Derzeit sind 80 Dualstudierende bei uns eingeschrieben und die Studierenden kommen aus unterschiedlichen Bundesländern. Das hat damit zu tun, dass wir eine hohe Nachfrage haben, aber auch mit den anderen Bundesländern kooperieren, wie beispielsweise Brandenburg oder Sachsen-Anhalt. Das heißt also, wenn Sie aus Brandenburg oder um anderen anliegenden Bundesländern kommen, haben Sie die Möglichkeit, auch dort Ihren Ausbildungsbetrieb zu finden, um dort die Ausbildung zu machen. Es wird zentral beschult. Das heißt, in Sachsen-Anhalt
werden Sie in Salzwedel beschult, in Brandenburg, in Pritzwalk und in Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow. Ja, so viel erstmal zu dem dualen Studium in Kürze, wie Sie einen Ausbildungsbetrieb finden, was Sie da ja, für weitere Schritte gehen müssen, erklären wir Ihnen gerne im Beratungschat. Also kommen Sie dann vorbei, stellen Sie die Fragen und damit gebe ich zurück zu Frau Essig und wir senden ja, herzliche Grüße in den Interviewraum. Tschüss! Ja, vielen Dank für den Einblick. Wer noch Fragen hat zum dualen Studium, heute ab 18.30 Uhr im Chat. Die Zugangsdaten findet man über unsere Website. Ich habe gesehen, dass Elisabeth Assmann jetzt bei uns ist. Sie hat Agrarwirtschaft bei uns studiert und ist jetzt Vorsitzende im Agrarausschuss des Landtages in MV. Frau Assmann, warum ist das Studium der Agrarwirtschaft so wichtig? Ja, hallo in die Runde. Erstmal Entschuldigung, ich hatte ein bisschen technische Probleme hier in der Seenplatte bei meinen Großeltern, aber das hat sich dann doch zum Glück klären können. Ja, warum ist Agrarwirtschaft studieren in Neubrandenburg so wichtig? Ich habe Neubrandenburg als eine Hochschule erlebt, die ja sehr praxisorientiert ist. Das haben viele der Vorrednerinnen und Vorredner ja schon bereits gesagt. Das war für mich unglaublich wichtig, weil ich überhaupt keinen landwirtschaftlichen Hintergrund hatte. Also niemand aus meiner Familie hat jemals irgendwie Landwirtschaft gelernt. Zumindest kenne ich niemanden, der mich sozusagen jetzt irgendwie in der Weise geprägt hätte. Ganz im Gegenteil, mein Ziel war eigentlich mal Veterinärmedizin zu studieren und dann aber für Großtiere. Aber wer sich mit der Materie mal beschäftigt hat, der weiß, dass das mit dem Numerus Clausus nicht ganz so einfach ist, da an einen der begehrten Studienplätze zu kommen. Und mit, ich glaube, 2,3 oder 2,4 war mein Abi, war das einfach utopisch ranzukommen. Und ja, habe dann überlegt, okay, was kannst du alternativ machen und habe mich dann für das Agrarwirtschaftsstudium in Neubrandenburg entschieden und habe das bis heute nicht bereut, weil einfach A, die Gemeinschaft natürlich toll ist, weil die Studiengänge ja auch nach wie vor relativ klein sind, man einen unglaublich engen Draht auch aufbauen kann zu den Professorinnen und Professoren, aber eben auch zu dem anderen Personal, was die Lehre mitgestaltet, also ich kann mich gut und gerne an meine Zeit erinnern bei Herrn Schulz im Schaugarten, später auch mit Frau Möbius, die ich noch kurz erleben durfte. Da habe ich als Hiwi gearbeitet, also alles Punkte, die mich sehr geprägt haben und von denen ich heute auch noch profitiere, ob das jetzt die interdisziplinären Projektseminare waren oder ob das generell das Arbeiten auch für die Bachelor- und Masterarbeit war, die ja in Neubrandenburg häufig von vielen Studierenden schon für eine sehr, ich nenne es mal angewandte Forschung, auch in diesen Abschlussarbeiten schon genutzt wird. Das ist schon Alleinstellungsmerkmal, dass man sich jetzt nicht hauptsächlich irgendwie mit ja, Abschlussarbeiten auseinandersetzt, die jetzt, ich sag mal, reine Fachstudien sind, Literaturstudien, sondern ganz, ganz viele Studierende die Gelegenheit nutzen, eigene kleine Forschungsprojekte zu starten und auszuwerten. Und das ist, glaube ich, später für die Praxis ganz wichtig. Und ich hatte ein Fach, das war für mich ganz schrecklich. Ich glaube, ich mag es heute noch nicht. Das war Bodenkunde, war auch das einzige Fach, wo ich einmal durchgerauscht bin. Der Boden und ich werden, glaube ich, keine Freunde mehr. Aber auch wenn ich beispielsweise immer die Affinität zu Tieren hatte, profitiere ich auch heute trotzdem noch von dem Wissen, was ich im Bereich Pflanzenbau beispielsweise mitbekommen habe. Also Sie haben das mitbekommen, dass wir jetzt von Bundesebene sozusagen das Insektenschutzpaket bekommen haben. Da geht es auch um die Pflanzenschutzmittel-Anwendungsverordnung. Und da ist zum Beispiel ein Punkt auch, dass wir als Länder jetzt wieder reagieren müssen, schauen müssen, wo können wir über den Bundesrat nachsteuern. Und da hilft das schon, wenn man ein, zwei Politikerinnen oder Politiker in den Reihen sitzen hat, die schon noch ein bisschen zumindest was davon verstehen, was am Ende das für Auswirkungen hat in der Praxis. Genau. Vielen Dank, Frau Assmann, für Ihren Beitrag. Gut, dass Sie es noch geschafft haben. Es war sehr spannend, Ihre Worte zu hören. Und jetzt freue ich mich, dass ich David Benzin begrüßen kann. Auch er ist Absolvent von der Hochschule Neubrandenburg. David, stell dich doch mal kurz vor. Ja, hallo in die Runde. Also, ich hoffe, man hört mich. Ja, sehr gut. Genau, perfekt. Ich bin David Benzin. Bin 28 Jahre alt und habe auch mal in Neubrandenburg an der Hochschule Agrarwirtschaft studiert
Und genau, das ist schon ein paar Jahre her, und zwar von 2011 bis 2016 war das, genau. Und jetzt bin ich, oder arbeite in der Online-Redaktion der Bauernzeitung. Das ist das landwirtschaftliche Wochenblatt in Ostdeutschland. Wir recherchieren tagesaktuelle Nachrichten online sowie Reportagen über Fachthemen oder das Landleben, die wir dann in unserer Zeitung veröffentlichen, die einmal die Woche erscheint. Genau. Danke, David. Wie war das denn bei dir? Der Agrarjournalismus ist ja nicht das typische Berufsbild, was man hat, wenn man vielleicht Agrarwirtschaft studiert. Wie bist du denn da so reingerutscht? Genau, das ist eigentlich, wird man immer gefragt, wie man dazu gekommen ist. Und es ist wirklich relativ untypisch. Aber nichtsdestotrotz gibt es trotzdem einige Absolventen im Agrarbereich, die in diesem Bereich dann gehen. Und bei mir war das so, am Anfang wollte ich eigentlich unbedingt Betriebsleiter werden. Das war immer so das Ziel, so die ersten Semester auch im Studium. Und das hat sich dann irgendwann mal gewandelt, da ich dann auch Vorträge vor Schülern gehalten habe, auch über den Studiengang Agrarwirtschaft bin in Kontakt gekommen, Sachen zu erklären, Dinge zu erläutern und auch zu hinterfragen selbst. Und dann kamen so ein, zwei Module hinzu, zum Beispiel von Professor Langosch das Modul Kommunikation oder auch die Marketing-Module von Professor Hart, die mich dann immer mehr so in diesen Bereich gebracht haben. Und ich habe gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht. Und das war aber auch so ein bisschen, nicht so leicht erreichbar für mich. Also ich dachte mir, mit einem Agrarstudium allein wird das vielleicht nichts. Aber das hat dann doch geklappt. Dann habe ich einfach ein Volontariat gemacht, also in der Redaktion der Bauernzeitung. Das wurde ausgeschrieben und habe dann versucht, mir das journalistische Wissen immer Stück für Stück anzueignen. Genau. Und das hat ganz gut funktioniert, glaube ich. Ja. Ja, danke. Und wenn du an deine Studienzeit zurückdenkst und jetzt an dein heutiges Leben, wovon profitierst du noch, was du im Studium vielleicht gelernt hast neben den Modulen? Also, wo ich immer noch sehr, sehr viel von profitiere und was ich sehr schätze, ist einfach das Netzwerk, was man sich aufgebaut hat während des Studiums, also an Kommilitonen, die man kennengelernt hat, ganz klar, und aber auch an Professoren und Dozenten, die man über die Zeit kennengelernt hat, oder Kontakte in bestimmte Bereiche, die auch durch Exkursionen oder dergleichen entstanden sind. Also das ist was sehr, sehr wichtig ist und wichtig war für mich, was einen auch so ein bisschen geprägt hat, glaube ich, persönlich auch wie auch fachlich natürlich. Und das ist auch einer der wichtigsten Punkte, von denen ich im Job jetzt noch profitieren kann, weil die Agrarbranche ist relativ übersichtlich, man kennt sich sehr oft und das ist ganz gut, wenn man da in den verschiedenen Bereichen mal einen Kontakt hat, gerade auch im Agrarjournalismus, um mal eine bestimmte Information vielleicht doch schon mal so zugesteckt zu bekommen, sag ich mal. Ja, vielen Dank, David, für deinen Einblick auch in den Agrarjournalismus und viel Erfolg weiterhin. Mhm. Das war es an der Stelle aus der Agrarwirtschaft. Ich freue mich, dass ich jetzt übergeben darf an Rike, die jetzt in den Studiengang Lebensmitteltechnologie einsteigen wird. Nutzen Sie auf jeden Fall die Chat-Funktion, wenn es noch weitere Fragen gibt. Bis dahin, alles Gute. Ja, vielen Dank, Thea, für den Einblick in die Agrarwirtschaft. Wir machen jetzt weiter mit der Lebensmitteltechnologie. Ich habe ja schon erzählt, dass ich Lebensmitteltechnologie im sechsten Semester studiere. Und was mich vielleicht dazu bewegt hat, ist, ich komme tatsächlich auch aus einem landwirtschaftlichen Betrieb, also habe quasi schon die Agrarbranche auch schon mitgemacht durch meine Familie. Und ich fand es immer so interessant, was denn aus den Lebensmitteln passiert, wenn sie vom Hof weggehen. Und das hat mich dazu bewegt, Lebensmitteltechnologie zu studieren. Ich habe vorher mal ein Praktikum gemacht in einer kleinen Käserei und das hat mich so fasziniert, dass ich dann das duale Studium mit der Ausbildung zur Milchtechnologin gewählt habe. Wie das Studium Lebensmitteltechnologie genau aufgebaut ist und was es so interessant macht, das wird uns nun Professor Dr.
Meyer und Professor Dr. Meurer erzählen. Genau, ich darf die beiden Herren gerne nach hier bitten, zu mir. Hallo. Ja, Herr Meyer, erzählen Sie uns doch mal, warum ist die Lebensmitteltechnologie so wichtig für die Gesellschaft? Nun, die Lebensmitteltechnologie sichert die Versorgung mit hochqualitativen Lebensmitteln. Quasi vom Vormittag, vom Frühstück bis zum Abendessen Lebensmittel, die schmecken, die preiswert sind und die gesundheitsförderlich sind. Das ist eine große Aufgabe und dieser Aufgabe haben wir uns auch hier in Neubrandenburg mit dem Studium verschrieben. Herr Meurer, können Sie da noch was hinzufügen? Ja, also die Lebensmittel werden ja, sind ja erstmal ein sehr wichtiges Fach. Ne? Die werden ja immer gegessen, also genau wie die Landwirte haben auch wir natürlich wirtschaftsunabhängig eine sehr wichtige Funktion. Lebensmitteltechnologen arbeiten in der Produktentwicklung, in der Forschung, in der Lebensmittelproduktion vor allen Dingen und auch im Vertrieb von erklärungsbedürftigen Produkten und im Qualitätsmanagement. Ja, das schließt schon an meine nächste Frage an, was denn die Haupttätigkeiten von Lebensmitteltechnologen nach dem Abschluss sind. Kennen Sie da konkrete Beispiele von Absolventen, die in die Lebensmittelindustrie oder auch andere Industrien eingestiegen sind? Ja, ich treffe ja immer wieder ehemalige Absolventen an allen möglichen und unmöglichen Orten. Zum Beispiel letztens im Zug, da habe ich also jemanden getroffen, der hat bei einem internationalen Konzern Karriere gemacht und er ist jetzt verantwortlich für die Konzeption eines neuen Werkes, also eines ganz neuen Werkes. Oder verantwortlich mit jemandem zusammen und er wird dann auch dieses als Produktionsleiter dann führen dürfen. Ja. Und solche Tätigkeiten kann man natürlich nur durchführen, wenn man wirklich eine solide Basis hat auf dem Bereich Naturwissenschaften und Technik, mit den Lebensmitteln vertraut ist und dann auch mit den großen technologischen Themen gearbeitet hat. Und so etwas machen wir Stück für Stück im Studium. Das heißt, diese Arbeit ist nicht nur eine wissenschaftliche Ausbildung, eine Ingenieurausbildung, sondern es ist systemrelevant, was man gerade in dieser Zeit jetzt auch merkt. Und natürlich ein großer Wirtschaftsfaktor. In jedem Fall, die Versorgung ist gesichert und auch die Arbeitsplätze sind gut gesichert für unsere Lebensmitteltechnologinnen und Lebensmitteltechnologen. Sehr gut. Wie ist das denn, das Studium hier in Neubrandenburg aufgebaut? Also welche Module gibt es? Was macht man am Anfang des Studiums? Was vielleicht eher zum Schluss? Ja, das Studium generell ist erst einmal in zwei Bereiche aufgegliedert, nämlich das Bachelorstudium und auch das Masterstudium. Und wenn wir erstmal das Bachelorstudium nehmen, 7 Semester insgesamt, um damit dann auch den Abschluss zu bekommen. Und wir starten mit den naturwissenschaftlichen Grundlagen. Da gehört Mathe mit dazu, da gehört Chemie mit dazu, da gehört Physik mit dazu. Alles eng bezogen auf das Lebensmittel, also direkt auf den Fokus, auf das Interesse der Studierenden auch gemünzt. Von da aus geht es dann weiter über die Verfahrenstechnik. Da geht es aber auch weiter dann in die großen Technologiepraktika. Da gehört Gemüse, Früchte, Öle mit dazu, also auch vegetarische, vegane Produkte. Es geht weiter mit den Süßwaren, mit Schokolade beispielsweise, auch anderen Produkten in dem Bereich. Und natürlich auch Milch- und Molkereiprodukte sind in jedem Fall zu nennen. Fleischprodukte, Feinkost gehört mit dazu. Aber auch der sogenannte Non-Food-Bereich hat mehr und mehr eine Bedeutung. Und dann wird das Ganze natürlich auch, bevor es in die Abschlussarbeit hineingeht, wird es in einem Praxissemester auch noch einmal vertieft. Und viele Studierende liefern schon in dem Moment in dem Unternehmen quasi ihre Visitenkarte mit dem Praxissemester ab und können damit dann auch eine gute Bachelorarbeit schreiben und können das Ganze dann weiter in eine berufliche Tätigkeit überführen. Und im Master kann es dann auch noch weitergehen. Ja, viele bleiben ja auch nach dem Praxissemester sogar in dem Betrieb, wo sie, also nach dem Bachelor in dem Betrieb, wo sie das Praxissemester haben. Also da ist es auch ganz entscheidend, was man sich da aussucht, ob man jetzt eher in den Non-Food-Bereich gehen möchte oder Fleischtechnologie, vielleicht auch eher in die vegetarische, vegane Branche. Und im Prinzip hat ja jeder von uns auch von A bis Z seine Lebensmittel täglich auf dem Teller. Also A wie Apfelsaft zum Beispiel, bis Z wie Zucchini-Gemüse beispielsweise. Also so ein Produkt als Tiefkühl. Alles das ist die gesamte Branche der Lebensmitteltechnologie. Und da mit zu sein, Verantwortung zu übernehmen, das lernen unsere Studierenden von Anfang an.
es lohnt sich für sich selber, aber auch ökonomisch natürlich, denn man kann gut dabei verdienen. Ja, Herr Meurer, Sie kommen ja auch nicht aus Neubrandenburg. Was hat Sie denn nach hier bewegt und was könnte Studierende nach hier bewegen, in Neubrandenburg zu studieren und nicht irgendwo anders? Ja, die Hochschule in Neubrandenburg ist natürlich nicht nur für Studierende attraktiv, sondern auch für uns Mitarbeitende. In erster Linie möchte ich erstmal erwähnen, die Hochschule ist halt eine Campus-Hochschule. Sie ist klein, aber hat gute Strukturen. Wir sind hier sehr nah an der Stadt gelegen. Man kann also zu Fuß zur Stadt, zum Bahnhof und so weiter. Wir leben in einer schönen Landschaft. Mecklenburgische Seenplatte ist ja auch touristisch bekannt. Und das Studium hier ist auch sehr umfassend angelegt. Es ist generalistisch aufgebaut. Das heißt, die Studierenden lernen alle Bereiche der Lebensmittelwirtschaft kennen. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist vor allen Dingen die Praxisorientierung. Wir haben zu allen Modulen, die es bei uns gibt, einen 50-prozentigen Praxisanteil, also im Schnitt zumindest. Und wir haben auch Studienarbeiten, die selbstständig durchgeführt werden. Und da können Studierende auch ihren Interessen folgen. Also wenn jemand zum Beispiel, das habe ich öfter schon gehabt, Veganer ist, der entwickelt dann halt vegane Produkte. Und jemand, die Schwierigkeiten hat mit bestimmten Lebensmittelinhaltsstoffen, wie zum Beispiel Zöliakie, Patientenkranke, wenn man so will, die entwickeln glutenfreie Produkte. Habe ich also auch schon solche Arbeiten betreut. Und da ist natürlich eine hohe intrinsische, also innere Motivation auch dabei bei den Studierenden. Also sie haben nicht nur diese Kreativität dann ausgelebt, sondern sie sehen auch den gesundheitlichen Nutzen für sich selber, für die Familie, für Freunde mit dabei. Und das ist der beste Einstieg. Denn im Prinzip, um Lebensmitteltechnologie erfolgreich zu studieren, gilt es, zwei Dinge miteinander zu verknüpfen. Auf der einen Seite Lebensmittel und auf der anderen Seite die Technik. Diese Dinge richtig zu kombinieren, führt dann dazu, dass man nicht nur Lebensmittel produzieren kann, sondern dass man weiß, was da abläuft. Dass man es wie eine Ingenieurin, wie ein Ingenieur kalkulieren kann, um damit ein gutes Produkt und ein sicheres Produkt zu generieren. Ich weiß noch, wie Sie in der ersten Vorlesung gesagt haben, Sie sind ab heute Ingenieure. Wir sollen uns so fühlen, als wären wir Ingenieure und darauf hinarbeiten. Genau. Ja. Denn wir sind Ingenieurin, Sie haben nur noch nicht den Abschluss. Genau. Aber Sie haben die richtige Orientierung. Ja. Das muss so sein. Ja, und wofür kann man das Gelernte nach dem Abschluss dann anwenden? Man kann in den großen Bereichen der Produktentwicklung, der Produktion und der Qualitätssicherung mit dabei sein, aber auch Ver- und Entsorgung. Das gesamte Umweltmanagement gehört mit dazu, rund um die Lebensmitteltechnologie. Lebensmittelüberwachung gehört auch mit dazu, aber natürlich auch Bereiche, die eher in die kosmetische Industrie gehen oder teilweise auch in die pharmazeutische Industrie. Auch da sind viele Lebensmittelrohstoffe dabei, die hier gut genutzt werden können. Also da können wir auch sagen, dass unsere Studierenden, und wir haben ja in den letzten 25 Jahren viele Ingenieurinnen und Ingenieure erfolgreich ausgebildet haben, in allen Branchen sehr gut untergekommen sind. Ja, Herr Meurer, als letzte Frage, was sollte man denn für so ein Studium in der Lebensmitteltechnologie mitbringen? Ja, erstmal natürlich Interesse für Lebensmittel. Und zwar nicht nur Interesse, sondern vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann, wir haben ja gerade gehört, Ingenieurstudiengang, auch Interesse an Naturwissenschaften und Technik. Und wenn man das beides miteinander verbindet, ist man der ideale Kandidat für ein Lebensmitteltechnologiestudium. Sehr schön. Bei weiteren Fragen können Sie gerne im Chat ab 18.30 Uhr bis 19 Uhr weiter an Herrn Meurer und Herrn Meier Fragen stellen. Herr Professor Dr. John wird auch dabei sein und Ihnen alle Fragen beantworten, die Sie zu dem Studium haben. Als nächstes werden wir als nächstes sehen wir ein kleines Video von Professor Dr. Ebert. Er ist Professor unter anderem für Qualitätsmanagement und Fleischtechnologie, aber auch für Verpackung. Der erklärt uns heute die Relevanz von Hygieneanforderungen und Qualitätsmanagement in der Lebensmitteltechnologie.
Ja, wir haben noch ein kleines technisches Problem. Das werden meine Kollegen jetzt im Hintergrund einmal beheben. Zu Herr Ebert wird auch eine Studentin, Frau Prangemann, dazuschalten. Und ja, also Herr Ebert hatte ich ja schon gesagt, er ist zuständig für Verpackung und Fleischtechnologie. Verpackung hatte ich schon im letzten Semester. Das ist wirklich sehr interessant. Da haben wir so, er hatte immer so ein Tütchen dabei in seinem Rucksack und da waren alle möglichen verschiedenen Verpackungen drin. Von Verpackungen, die man für Fleisch verwendet oder für Fisch beispielsweise, dann Süßigkeiten. Dann hat er einmal eine Verpackung von Kaffeebohnen mitgebracht, die extra aromadicht war. Also da gibt es ganz viele verschiedene Verpackungen, die ihren Zweck erfüllen sollen, zum Beispiel aromadicht oder dass halt kein Sauerstoff rankommt, zum Beispiel an Fleisch. Genau, so. Ich glaube, jetzt müsste es funktionieren. Herzlich willkommen hier im Mikrobiologielabor der Hochschule Neubrandenburg. Ich bin Karin Krangemann und hier bei mir ist noch Herr Ebert, der sich am besten noch mal selbst vorstellt. Ja, hallo, auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Labor. Ich heiße Marco Ebert und ich unterrichte hier an dieser Hochschule Fleischtechnologie und Lebensmittelhygiene. Und als Hochschule haben wir natürlich sehr viel praktische Anteile in unserer Lehre, bis zu 50%. Und darum sind wir auch sehr häufig hier in diesen schönen Laborräumen unterwegs. Ja, was kann man denn in diesen Laborräumen hier so machen? Das ist ein Labor, was für verschiedene Dinge zugelassen ist. Wir sind ein Labor der Schutzstufe 2. Das heißt, wir können auch mit Humanpathogenen, also mit menschenkrankmachenden Mikroorganismen arbeiten. Wir sind außerdem zugelassen für die Arbeit mit genetisch veränderten Organismen der Risikogruppe 1. Das heißt, mit genetisch veränderten Organismen, die keine Gefahr für die Umwelt oder den Menschen darstellen. Wir sind auch zugelassen für die Arbeit mit Zoonose-Erregern. Das sind quasi Mikroorganismen, die zwischen Mensch und Tier übertragen werden können. Und mit all diesen Mikroorganismen führen wir hier zum Beispiel diverse Forschungsarbeiten durch. So gibt es einen Doktoranden bei uns, der guckt, was afrikanische Heiler für Pflanzen einsetzen, um beispielsweise bakterielle Infektionen zu bekämpfen. Und er holt sich diese Pflanzen dann aus Afrika und untersucht die hier, versucht bestimmte Stoffgruppen aus den Pflanzen zu extrahieren und guckt dann, welche Wirkung diese Stoffe auf Mikroorganismen haben. Und wir arbeiten auch mit Plasma hier und versuchen damit Lebensmittel keimarm zu bekommen. Natürlich gibt es aber auch viel Lehrtätigkeit hier neben der Forschungstätigkeit. Und so finden die Praktika im Master- und im Bachelorbereich hier in diesen Laborräumen statt. Ja, also die Bachelorpraktika. Was würde da zum Beispiel so passieren? Wie laufen die ab? Ja, im Praktikum arbeiten wir in kleinen Gruppen zusammen. Das sind maximal 15 Personen, sofern wir keine SARS-CoV-2-Präventionsmaßnahmen haben. Da sind die Gruppen sogar noch kleiner. Sie können so tatsächlich jedes Gerät bedienen und so intensiv das, was Sie in der Vorlesung gehört haben, in praktische Tätigkeiten ummünzen und Ihr Wissen vertiefen. Es ist so, dass die Räumlichkeiten gut geeignet sind, um alle möglichen Untersuchungen durchzuführen. So arbeiten wir zum Beispiel teilweise, wie Robert Koch auch schon gearbeitet hat. Das heißt, wir gucken, ob lebensfähige Mikroorganismen in Lebensmitteln drin sind und streichen diese auf Platten auf, wo die dann wachsen. Es ist so wichtig herauszufinden, ob lebensfähige Bakterien in einer Probe drin sind, weil in der Regel nur die lebensfähigen Bakterien uns infizieren können. Natürlich können sie zuvor auch Giftstoffe, sogenannte Toxine, gebildet haben, die für uns auch gefährlich sein können. Wir haben aber auch modernere Untersuchungsmethoden, wie zum Beispiel die PCR, die Polymerase-Kettenreaktion, mit denen wir das Erbgut, die Gene von entsprechenden Mikroorganismen nachweisen können. Und wir haben auch ein Malditov-MS hier. Da wird ribosomale Bestandteile anhand der Masse und der Ladung für die Identifikation von Bakterien verwendet. Das klingt sehr interessant. Sie haben auch Vorlesungen. Was kann man denn dort so lernen? Ja, in unseren Vorlesungen lernen Sie alles, was für Lebensmitteltechnologinnen und Lebensmitteltechnologen wichtig ist. Speziell in den Lebensmittelhygiene-Vorlesungen versuche ich Ihnen ein Gefühl dafür zu vermitteln, welche Mikroorganismen welche Lebensbedingungen haben. Sie sollen sich also versuchen, in diese Mikroorganismen reinzuversetzen, um ein Gefühl dazu zu bekommen, ob zum Beispiel im Hackepeter bestimmte Bakterien sich vermehren können oder nicht. Sie lernen, welche Mikroorganismen in Lebensmitteln erwünscht sind, wie beispielsweise die Hefe im Bier, und welche unerwünscht sind, zum Beispiel Listerien, Staphylokokken etc.
Sie lernen in der Vorlesung, welche lebensmittelhygienischen Maßnahmen Sie in Betrieben ergreifen müssen, um nicht nur leckere Lebensmittel herzustellen, sondern auch gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel. Sie lernen, wie Sie Proben zu ziehen haben, um entsprechend diese an Labore zu schicken und dann die Befunde der Labore zu interpretieren, zu verstehen und zu wissen, welche Hygienemaßnahmen Sie in Ihren Betrieben ergreifen müssen. Sie lernen auch biochemische Dinge, wie funktioniert der Stoffwechsel von Mikroorganismen, übrigens gar nicht so stark unterschiedlich von unserem eigenen Stoffwechsel, und vieles, vieles Spannendes mehr. Und weil Lehren nicht nur unsere Pflicht, sondern unsere absolute Passion ist, haben wir hier auch etwas vorbereitet, was Sie sich später auch in einem Video angucken können. Wir haben nämlich einen Hackepeter mitgebracht. Und Frau Krangemann, was meinen Sie denn, welche Gefahren in diesem Hackepeter lauern könnten? Ja, da fallen mir direkt die Salmonellen ein, die ja bekannt sind für die schweren Durchfälle, die sie immer verursachen. Ja, genau. Und wenn Sie interessiert, ob in diesem Hackepeter Salmonellen drin sind, dann können Sie sich das Video angucken, welches auf unserer Homepage eingestellt ist. Und dann geben wir wieder ab an den Raum mit dem klangvollen Namen Glaspalast. Tschüss! Ja, das war ein kleiner Einblick ins Mikrobiologie-Labor. Ich habe nun Professor Dr. Bolenz zu Besuch. Er wird uns ein wenig über das duale Studium berichten und es uns erläutern. Was unterscheidet denn den dualen Studiengang von dem regulären Studiengang? Ja, schönen guten Tag, liebe Studieninteressierte, meine Damen und Herren. Vielleicht möchte ich mich erstmal gerne ein bisschen vorstellen. Ich bin tatsächlich das, was Sie mal werden wollen, wenn Sie sich hier einschreiben, Lebensmitteltechnologen. Ich habe das studiert vor etwas längerer Zeit, mache das auch schon mein ganzes Leben. Und insofern durfte ich da schon einige Erfahrungen sammeln. Und ich wollte vielleicht noch mal vorausschicken, das, was wir machen als Lebensmitteltechnologinnen und Technologen, das ist wirklich eine Sache, in der man sehr viel Verantwortung hat. Wir sind sozusagen quasi Bedienstete im Sinne einer gesunden Ernährung, einer hochwertigen Ernährung und einer Ernährung, die eben tatsächlich auch Gefahren von Verbraucherinnen und Verbrauchern abhält. Und natürlich machen wir das so, wie es letztendlich die Leute am Ende wollen. Also nicht so unbedingt uns selber verwirklichen, sondern die Lebensmittel produzieren, die am Markt ankommen. Kleines Beispiel hier. Aktuelles Thema: Insekten in Lebensmitteln oder Verarbeitung von Insekten zu Lebensmitteln hat man in Afrika schon seit Jahrhunderten so gemacht. Und das ist auch ein Beispiel dafür. Die Dose ist schon ziemlich alt. Die habe ich mal vor 20 Jahren aus Botswana mitgebracht. Auch da waren Lebensmitteltechnologen, Technologinnen schon sehr aktiv, eben das zu machen, was in der entsprechenden Kultur so angefragt ist. So, und jetzt kommen wir eigentlich zum dualen Studiengang. Und das passt auch ganz gut dazu, was ich gerade gesagt habe. Wir bemühen uns eben, das so zu machen, dass es eben auf der einen Seite für die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auf der anderen Seite eben auch für die Industrie, was ja letztendlich diejenigen sind, die ihnen nachher ihren Arbeitsplatz sozusagen zur Verfügung stellen, dass das eben möglichst nah dran ist. Und deswegen wollten wir zu dem hohen Praxisanteil, den wir sowieso schon haben, im normalen Studium eben noch was obendrauf packen. Und das ist dann das duale Studium, wo wir nicht nur eine Hochschulausbildung, sondern eben auch eine berufliche Ausbildung haben. Unter anderem eben eine berufliche Ausbildung, über die Ihnen vielleicht die Frau Liese selber kurz zwei Sätze sagen kann. Die macht sowas nämlich. Genau, ich hatte ja schon gesagt, dass ich dual studiere und nebenbei meine Ausbildung zur Milchtechnologin mache. Das hat alles so angefangen. Ich habe mich beworben bei meinem Betrieb. Das ist eine Molkerei in der Nähe von Köln. Ich wurde auch direkt angenommen, habe dann 2018 meine Ausbildung begonnen im Sommer, Juli, also Juli 2018, und bin dann, habe dann zwei Monate im Betrieb verbracht, habe so die ersten Kollegen kennengelernt, etc. Und dann bin ich im September zum ersten Semester ins Studium gekommen. Und dann habe ich die ersten drei Semester in Neubrandenburg verbracht und jetzt die letzten zwei Semester war ich wieder im Betrieb, habe dort Praxis gesammelt und war auch nebenbei in der Berufsschule. Die fand in Oranienburg statt, das ist nördlich von Berlin. Und ja, jetzt habe ich im Anfang des Jahres meine Zwischenprüfung abgelegt und nächstes Jahr steht die Abschlussprüfung an. Genau, ja, das war so ein grober Einblick. Ich habe jetzt noch
ein paar Semester Studium und dann ab dem Praxissemester, das verbringe ich dann wieder im Betrieb und da lege ich auch meine Abschlussprüfung ab und genau. Okay, also man hat es gerade schon gemerkt, das, was Frau Liesen zum Beispiel macht, das nennt sich bei uns, wenn Sie gucken in die Unterlagen, einen sogenannten ausbildungsintegrierten Studiengang. Das machen wir schon seit etlichen Jahren und das ist natürlich auch so ein bisschen der Königsweg, weil Sie tatsächlich einen anerkannten beruflichen Abschluss eben parallel zum Studium erwerben. Das ist aber an gewisse Voraussetzungen geknüpft, beziehungsweise Sie müssen einfach ein Unternehmen haben, was eben auch einen lebensmittelaffinen Beruf ausbilden. Also zum Beispiel Milchtechnologe, Technologin und so einen Betrieb findet man nicht immer so ganz einfach. Und deswegen haben wir auch eine andere Variante noch, das nennt sich praxisintegriert. Dort machen Sie eben auch ein Studium, was über Praxisphasen, über erweiterte Praxisphasen verfügt, wo Sie eben vor allem auch mit einem Unternehmen quasi verknüpft sind, mit dem Sie dieses ganze Studium über quasi zusammenarbeiten. Aber da ist dann eben kein beruflicher Abschluss dabei, sondern das ist quasi, man könnte sagen, so eine Art Werkstudentenstatus, den Sie da haben. Trotzdem haben Sie natürlich die Vorteile, die auch duale Studierende ansonsten haben. Das heißt, Sie haben quasi Ihre spätere Arbeitsstelle schon mehr oder weniger in der Tasche. Sie werden vom Unternehmen unterstützt. Es gibt in aller Regel eben auch eine finanzielle Vergütung, sodass eben auch das eine Variante ist, die halt noch mehr Praxisintegration und eben auch vielleicht etwas angenehmere Bedingungen bietet während des Studiums. Ja, genau, also sehr praktisch. Ich verdiene halt nebenbei ganz normales Ausbildungsgehalt und kann dort so halt mein Studium finanzieren. Genau. Was muss man denn tun, um ein duales Studium aufzunehmen? Also das Wichtigste müssen Sie tatsächlich natürlich unterstützt von uns selber in die Wege leiten, und zwar frühzeitig. Das heißt, wir alleine können Ihnen keinen dualen Studienplatz geben. Das muss man ganz klar sagen. Wir brauchen immer ein kooperierendes Unternehmen und das müssen wir gemeinsam finden. Und jetzt müssen Sie sich natürlich überlegen, wie sieht es denn regional aus? Kann ich zum Beispiel ein Unternehmen in der Nähe meines bisherigen Wohnorts finden, wo ich während der Ausbildungsphasen dann unter Umständen nochmal bei Mama und Papa irgendwie Unterschlupf finde? Oder bin ich an irgendeiner besonderen Technologie interessiert? Das Unternehmen ist in der Regel nicht in der Region Neubrandenburg, sondern irgendwo anders. Das heißt, Sie müssen sich natürlich überlegen, wo will ich hin, welche Branche und so weiter. Und dann muss man tatsächlich intensiv suchen. Sie müssen sich bei dem Unternehmen einen Ausbildungsplatz bewerben. Natürlich versuchen wir hierbei zu helfen. Aber wie gesagt, ohne Unternehmen geht es nicht und ein Unternehmen fällt nicht vom Himmel. Das muss man ganz klar sagen und deswegen muss man sich frühzeitig kümmern, also für das Wintersemester, was jetzt kommt, 21, 22, ist es allerhöchste Eisenbahn, wenn Sie da das noch in die Wege leiten wollen. Deswegen bitte erkundigen Sie sich bei der Frau Koch, die dann nachher auch zur Verfügung steht, wie das genau funktioniert, was Sie für Möglichkeiten haben und schauen Sie sich einfach um nach interessanten Unternehmen, bei denen Sie sich dann relativ zügig bewerben. Dann besteht eine gute Chance, dass das klappt. Ja, genau. Ich hatte auch den Betrieb, den ich jetzt habe, den hatte ich vorher schon gefunden und hatte mich während meines Abiturs, also im Dezember vor meinen Abiturprüfungen, bereits beworben und hatte auch schon den Ausbildungsvertrag in der Tasche. Also so ein gutes halbes, dreiviertel Jahr sollte man schon vorher den Betrieb ausgewählt haben. Ja, vielen Dank, Herr Bohlenz, für den kleinen Einblick ins duale Studium. Und wie gesagt, also der Chat mit Frau Koch, der steht ab 18 Uhr für Sie offen für weitere Fragen bezüglich des dualen Studiums. Vielen Dank. Als nächstes kommen wir zu einem weiteren Video. Wir schalten ins Chemielabor zu dem Masterabsolvent. Genau. Er hat zum Beispiel für uns Chemie unterrichtet in den ersten Semestern und dazu wird auch ein Student Erik Hantel etwas berichten. Okay, das heißt also, dass wir den Turm definitiv ausbauen müssen, ja? Okay, gut, dann machen wir das so. Ah, hallo, herzlich willkommen im Chemielabor für instrumentelle Analytik an der Hochschule Brandenburg. Mein Name ist Matthias Koch. Und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand im Energieprojekt. Darin möchten wir Trinknahrung weiterentwickeln, für Patienten mit Mangelernährung zum Beispiel. Und hier untersuchen wir letztendlich Aromen. Wir machen also Aroma-Analytik
habe mal eine Probe mitgebracht. Diese hat ein Spargelaroma und die wollen wir jetzt mal untersuchen. Aromen, das können Sie schmecken, das können Sie riechen, aber uns interessiert letztendlich, was ist denn chemisch drinne? Und dafür nutzen wir unsere moderne Gaschromatographie mit gekoppelter Massenspektrometrie. So, Herr Grimm, dann würde ich sagen, wir starten mal gleich eine Messung, ja? Ich stelle die Probe schon mal rein ins Gerät. Nun, was nutzen wir hier eigentlich? Wir nutzen hier eine Gaschromatographie mit einer angeschlossenen Massenspektrometrie. Was kann das Gerät? Das Gerät trennt uns letztendlich ein Stoffgemisch auf mit einem Siedepunkt von maximal 250 Grad Celsius. Das heißt, wir haben hier unseren Gaschromatographen, in dem die Probe reingegeben wird, wird aufgetrennt. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Destillation, die in Kaskaden geführt wird. Wie das generell funktioniert, das wird Ihnen im Studium erklärt. Generell nutzen wir hier für unsere Probenaufgabe eine SPME Headspace Analytik. Das heißt, wir haben hier unser Probengefäß und nutzen den Gasraum oberhalb der Flüssigkeit. Wir haben also eine kleine Faser, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Schwamm. Der saugt also die entsprechenden Aromastoffe auf und überführt sie dann in das Gerät. Und ich würde mal sagen, Herr Grimm, starten Sie mal bitte die Messung. Also, das Gerät zieht sich jetzt die Probe. Die Probe geht jetzt rein. Er ist jetzt gedreht, er zieht jetzt raus. Geht jetzt mit der Faser in die Probe rein. Also jetzt ist die entsprechende Faser in der Probe drin und saugt sich wie ein Schwamm voll und wird jetzt überführt ins Gerät. Das läuft auch wieder über Temperatur letztendlich, dass die Probe aus der Faser hinausgeschleust wird und dann ins Gerät kommt. Wir arbeiten hier mit einer Chromatographiesäule, das heißt über die Temperatur und auch über die Polarität werden die Stoffe peu à peu aufgetrennt. Sehen wir nachher auch noch gleich in unserem Chromatogramm. Er ist jetzt soweit fertig, hat die Probe injiziert und jetzt startet letztendlich der One. Das heißt, das Gerät erhöht peu à peu seine Temperatur und trennt dementsprechend das Stoffgemisch, kommt dann weiter zur Massenspektrometrie und wird dort detektiert. So, die Probe läuft jetzt im Gerät. Diese Messung dauert so in etwa eine Stunde. Aber Herr Grimm, Sie haben da ja schon mal ein bisschen was vorbereitet. Finde ich super, dass Sie sich in Ihrer Masterarbeit mit dem Thema beschäftigen. So, was haben wir denn Schönes gefunden für Peaks? Ah, okay, Dipropyldisulfide. Ja, das ist eigentlich ganz charakteristisch für Spargel. Das kennt man ja, wenn man ihn selber isst, hat man ja später davon auch noch was. Und das ist nochmal ein interessantes Ergebnis. Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg mit Ihrer Masterarbeit. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich für Lebensmittelindustrie oder auch für Lebensmitteltechnologie interessieren, sich bei uns einschreiben. In den höheren Semestern arbeiten Sie dann auch selber aktiv mit den Geräten. Und in den niedrigen Semestern lernen Sie natürlich, wie funktioniert so ein Gerät eigentlich. Und würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis demnächst. Ja, vielen Dank. Es ist wirklich interessant, was man so mit Aromen alles nachstellen kann. Als nächstes bekommen wir einen kleinen Einblick über Algen, warum Algen die Problemlöser von morgen sein sollen. Wir schalten dazu live ins Labor und dort wird Professor Dr. Sandmann berichten. Er ist Professor zum Beispiel für Mikrobiologie und die Studierende Lara Schröder ist auch dabei. Ich hoffe, die sind jetzt im Chat. Ja, wir sind da. Ja, sehr gut. So. Ja, Professor Sandmann, wollen Sie vielleicht als erstes mal erklären, was man hier so Grünes im Hintergrund sieht? Ja, sehr gern. Wir sehen hier im Hintergrund unseren neu konstruierten Photobioreaktor. Das Grüne in den Säulen, die hier aufrecht stehen, sind Mikroalgen, die wir jetzt hier seit einer Woche ungefähr kultivieren.
Und das Tolle ist an dem Reaktor, der ist in studentischer Arbeit entstanden. Also wir haben den in mehreren Abschlussarbeiten weiterentwickelt, geplant, jede Schraube einzeln hier rangeschraubt sozusagen. Und das heißt, wir wissen auch genau, wie die Konstruktion funktioniert und können den ganzen Reaktor sehr modular auch verändern. Und das Ziel ist es jetzt, nachdem er funktioniert, den sehr flexibel in Lehrveranstaltungen, Praktika, Abschlussarbeiten aller Art und in Forschungsprojekten einzusetzen. So, jetzt ist das Studium aber Lebensmitteltechnologie und nicht Biotechnologie oder so. Ist dieser Praktika-Einsatz, den Sie gerade angesprochen haben, auch der Grund, warum es auch in der Lebensmitteltechnologie ist, sinnvoll ist, sich vielleicht mit Algen zu beschäftigen? Gute Frage. Ich bin ja selbst nicht Lebensmitteltechnologe, sondern ich vertrete das Fach Lebensmittel-Bio-Verfahrenstechnik und da kümmern wir uns darum, wie wir Reaktoren bauen, in denen Mikroorganismen unter möglichst produktiven Bedingungen wachsen und welche Messtechnik und Regeltechnik nötig ist, um den Prozess, den wir gern durchführen wollen, möglichst optimal zu gestalten, bis hin zum fertigen Produkt dann, was meistens in der Lebensmitteltechnologie tatsächlich eingesetzt wird. Die Algen bei uns sind jetzt hier im Prinzip nur Mittel zum Zweck. Dasselbe könnte man auch in anderen Reaktoren machen, mit Hefen, mit E. coli, Produktionsorganismen aller Art. Wir brauchen zum Beispiel Milchsäurebakterien, um Joghurt herzustellen. Und wie gesagt, die Algen nur ein Mikroorganismus, mit dem wir arbeiten. Okay. So, jetzt lautet der Titel Ihres Vortrags aber, warum sind Algen die Problemlöser von morgen? Ist das nicht vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert? Ja, könnte sein, aber ich bin grundsätzlich Optimist und ich denke, dass die Algen langfristig auf jeden Fall für unsere Wirtschaft in Deutschland und Europa eine ganz tragende Säule spielen werden. Und zwar gibt es da zwei ganz große Gründe, die dafür sprechen. Es gibt sozusagen Megaprobleme, die wir lösen müssen gesellschaftlich. Das erste wäre Bevölkerungswachstum in den nächsten 50 Jahren weltweit und eine sehr ungleiche Ressourcenverteilung auf den einzelnen Kontinenten. Das Problem ist bekannt und es wird mit Sicherheit noch sehr viel schlimmer werden. Auf der anderen Seite wollen wir weg vom Rohöl als Rohstoffquelle. Das ist prinzipiell gut, aber welche Rohstoffquelle nehmen wir denn dann für unsere täglichen Produkte, zum Beispiel die Becher der Joghurts? Und hier kommen unsere Algen ins Spiel. Was genau ist denn dann die Rolle der Algen, um diese Produkte herzustellen? Die Algen. Der Clou ist es, dass die Algen Biomasse aufbauen können, viel, viel schneller als alle Landpflanzen, die wir kennen. Also alles, was in der Landwirtschaft kultiviert wird, auf den Feldern draußen, was wir kennen, wächst ungefähr 100 Mal langsamer als die Mikroalgen. Zum Schluss ist es so, dass der Biomasseaufbauprozess generell derselbe ist, also Photosynthese, Fixierung von CO2 über Nutzung von Sonnenlicht. Und die Biomasse kann dann sehr vielfältig in verschiedenen Produkten und Bioökonomiezweigen eingesetzt werden. Aber kommt man da dann nicht zu einer Art Flächenkonkurrenz mit der Landwirtschaft, also der Agrarwirtschaft? Das ist ein Problem, was theoretisch entstehen könnte. Aber ich sehe das so, wir haben zwei Wege, das komplett zu umgehen. Und zwar der erste Weg ist, die Algen können in ariden Gebieten wachsen. Das heißt, das sind Trockenzonen, in denen dauerhaft ganz geringer Niederschlag fällt. Zum Beispiel Afrika gehört dazu. Wir brauchen aber wenigstens die Nähe zur Küste, um diesen Reaktor hier mit Meerwasser zu speisen. Aber ansonsten können wir das in Gebieten machen, in denen Landwirtschaft nicht wirklich funktioniert. Und auf der anderen Seite Nutzung von Fassadenreaktoren, zum Beispiel hier in Deutschland, Neubrandenburg oder Berlin. Und das ist ein ganz anderes Konzept. Das sind Photobioreaktoren zur Kultivierung von Mikroalgen. Die sehen zum Schluss anders aus als der, den wir hier gebaut haben. Aber die Idee ist, dass diese Reaktoren an den Fassaden der Gebäude angebracht werden und dass diese Flächen, die sonst ungenutzt sind, genutzt werden, um die Algen im ganz großen Maßstab zu kultivieren. Zum Beispiel in Berlin wäre das unglaublich in einem großen Maßstab umsetzbar tatsächlich. Und es geht halt in Richtung dezentrale Produktion von Rohstoffen. Okay, wir
sind soweit durch mit dem Thema. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Sandmann und Lara. Es ist wirklich interessant, was man in der Zukunft so alles entdecken kann und dass man bald vielleicht sogar die Städte mit Landwirtschaft nutzen kann. Ja, das war es auch schon aus der Lebensmitteltechnologie. Ich gebe jetzt weiter an Vinzenz, der wird euch durch den Studiengang Diätetik führen. Und ja, viel Spaß dabei. Ja, hallo, ich darf euch jetzt heute nochmal den Studiengang Diätetik etwas näher bringen. Genau, und das darf ich zusammen machen mit verschiedenen besonderen Personen rund um den Studiengang Diätetik. Und ich glaube, es gibt niemanden besseren, der das einleiten könnte, als unsere Studiengangsleitung, Frau Professor Valentin. Herr Morisch, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung. Der Bachelorstudiengang Diätetik hier an der Hochschule in Brandenburg hat ein besonderes Charakteristikum, denn er richtet sich ausschließlich an bereits ausgebildete Diätassistenten und Diätassistentinnen, die ihre Kompetenzen vertiefen und erweitern wollen, um verantwortungsvolle Aufgaben im Krankenhausbereich, in der Gesundheitsförderung oder auch in der Wissenschaft zu übernehmen. Kurz, es geht darum, in Deutschland VertreterInnen eines etablierten Gesundheitsfachberufes nachträglich zu akademisieren, auch mit dem Hintergrund, dass dieser Beruf in den meisten europäischen Ländern und auch außerhalb von Europas bereits eine akademische Ausbildung verlangt. Es geht also auch um den internationalen Anschluss, aber es geht keinesfalls um die Akademisierung der Akademisierung willen. Um das besser zu verstehen, muss man wissen, dass die Zusammenhänge von Ernährung mit Gesundheit und Krankheit komplex sind und ein vernetztes Verständnis aus Biochemie, Physiologie, Pathophysiologie und auch der Interpretation von Blutwerten und das Wissen über Arzneimittel, Arzneimittelnebenwirkungen, Wechselwirkungen mit der Ernährung verlangen. Aber das ist nicht alles. Zudem braucht man ein Wissen in der Verhaltensänderung und das erfordert Kompetenzen in der Ernährungspsychologie, in der Kommunikation und auch hohe Sozialkompetenzen. Und das alles zusammenzubringen, ist sehr herausfordernd. Unser Studium ist wissenschaftsbasiert und anwendungsorientiert und wird in Kooperation mit dem Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg durchgeführt. Aufgrund der Anrechnung der Berufsausbildung ist es ein verkürzter Studiengang, geht über 2 Jahre. Davon sind 1 Jahr und 3 Monate in Neubrandenburg zu verbringen. Und bevor ich nun an Herrn Morasch zurückgebe, möchte ich Ihnen noch einige Impressionen aus dem Studiengang Diätetik zeigen. Sie sehen schon längere Zeit das Bild aus unserem Anatomie-Seminar. Hier wird das theoretische Wissen der Anatomie praxisorientiert überführt, indem Studierende an tierischen Organen sezieren. Wir unterrichten nicht nur die normale Ernährung, sondern auch spezielle Ernährungsformen, wie die parenterale und enterale Ernährung, die im schweren Krankheitsfall besonders wichtig wird. Unser Unterricht, gerade mal noch einmal zurück bitte, findet anwendungsbasiert und oft in Kleingruppen statt. Und in der Mitte unten sehen Sie eine besondere Lernform. Das ist das problemorientierte Lernen, mit dem wir auch unterrichten. Nächste Folie bitte. Wir haben schon lange vor Corona mit digitalem Fernunterricht begonnen. Hier sehen Sie eine Lerneinheit, die direkt aus Israel übertragen wird, interaktiv und in Echtzeit. Und uns ist besonders wichtig, dass unsere Studierenden eine Stimme erhalten. Deswegen üben wir das Präsentieren schon sehr früh im Studium. Hier sehen Sie das, eine Präsentation eigener Studienresultate in der Übungssituation und dann transferiert in die Realität durch Besuch von internationalen und nationalen Fachkongressen und wenn Sie recht schauen, auch oft verbunden mit der Präsentation eigener Studienresultate. Wir kooperieren nicht nur mit dem Klinikum Neubrandenburg, sondern uns steht das Institut für evidenzbasierte Ernährung ebenfalls zur Verfügung.
wo derzeit zwei drittmittelfinanzierte Ernährungsstudien durchgeführt werden, wo Doktorarbeiten auch fertiggestellt werden. Und die Räumlichkeiten des Institutes, also des NEEDS, stehen auch dem Studiengang Diätetik zur Verfügung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch viel Freude bei den weiteren Präsentationen des Studiengangs Diätetik. Und ich würde gerne wieder an Herrn Morach zurückgeben. Vielen Dank nochmal für den ersten Eindruck und für die verschiedenen Impressionen aus dem Studiengang. Wir haben es ja schon gehört, der Studiengang richtet sich ausschließlich an berufsabgeschlossene Diätassistenten und Diätassistentinnen. Grob gesagt sind Diätassistenten und Diätassistentinnen Ernährungsexperten, aber jemand, der uns das viel, viel besser erklären kann, ist unsere Studiengangskoordinatorin, Frau Sabine Ulrich-Hahn, die nebenzu auch die Vizepräsidentin unseres Berufsverbands, dem VDD, ist. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung und freue mich, dass ich auch hier ein paar Worte zu einer Berufsgruppe sagen kann, der ich persönlich schon mehrere Jahrzehnte angehöre und die ich, wie ich, und einen Beruf repräsentiert, der, wie ich immer finde, ein ganz besonderer Beruf ist. Ja, wenn ich mir was wünschen würde, würde ich mir natürlich für unseren Beruf eine neue Berufsbezeichnung wünschen, denn weder die Bezeichnung Diät trifft so richtig den Kern, noch sind wir Assistenten. Das heißt, wenn man es richtig betrachtet, müssten wir eigentlich Ernährungstherapeuten heißen, denn ist das unsere Kernkompetenz und das ist das, was wir eigentlich tagtäglich tun. Das heißt also, der VDD, dessen Vizepräsidentin ich bin, will schon seit mehreren Jahren, dass die Berufsbezeichnung endlich geändert wird und wir hoffen, dass es dann in der nächsten Legislaturperiode endlich soweit sein wird. Ja, das ist ein staatlich reglementierter Gesundheitsberuf. Es ist eben schon so ein bisschen nebenbei gefallen. Was bedeutet das? Für Diätassistenten gibt es ein eigenes Berufsgesetz. Und dieses Berufsgesetz schreibt eine bundeseinheitliche Ausbildung vor. Und nur wer diese Ausbildung durchlaufen hat, darf dann auch den Berufstitel führen. Und wir haben da auch eine staatliche Prüfung. Das ist ähnlich wie in anderen Gesundheitsberufen, wie beispielsweise bei Physiotherapeuten, aber durchaus auch mit einer staatlichen Prüfung, wie für Ärzte oder Apotheker, natürlich auf einem anderen Gebiet zu vergleichen. Ja, die Ausbildung ist bisher 3 Jahre und wie Sie schon gehört haben, das ist ein kleiner Nachteil des Berufsgesetzes, kann diese nur an Berufsfachschulen durchgeführt werden. Das ist der Grund, warum wir nicht direkt an der Hochschule Diätassistenten ausbilden können. Im Moment ist also noch der Umweg über die Berufsfachschule nötig, sodass man dann das Studium der Diätetik dann aufsatteln kann. Ja, was machen Diätassistenten? Der Vorteil ist, sie arbeiten direkt am Patienten. Das heißt, Sie können eine Ernährungsempfehlung, die beispielsweise von Ärzten oder anderen Berufsgruppen ausgesprochen wird, in praktische Ernährung überführen. Sie können sagen, also so und so viel Gramm Eiweiß, so und so viel Gramm Fett und so und so viel Gramm Kohlenhydrat ist das eine, aber es muss was Essbares auf den Teller kommen, was schmeckt und was dann auch noch den Bedarf deckt und natürlich auch den Bedürfnissen der jeweiligen Person entspricht. Ja, das Einsatzspektrum ist sehr vielfältig. Kliniken, Ambulanzen, Pflegeheime, aber auch kommunale Gesundheitseinrichtungen und Einrichtungen, wo Prävention und Gesundheitsförderung gemacht wird, beispielsweise in Betrieben, in Schulmensen und dergleichen. Also man hat eine Berufsausbildung und hat hinterher ein sehr, sehr breites Spektrum, in dem man seinen Beruf ausüben kann. Und die Berufsausübung erfolgt natürlich nicht alleine, sondern Diätassistenten arbeiten mit sehr vielen anderen Berufsgruppen zusammen. In erster Linie natürlich Ärzten, mit anderen Therapeuten, mit Ernährungswissenschaftlern und so weiter. Also ein spannender Beruf, ein vielfältiger Beruf. Ja, und ich bin es immer noch gerne. Vielen Dank. So, genau. Also wir haben ja jetzt schon gehört, dass die Ausbildung eigentlich sehr umfangreich ist und sehr spannend. Und da stellt man sich dann schon die Frage, warum denn noch studieren? Meine persönlichen Gründe dafür waren, dass ich eben nach der Ausbildung, ich fand alles sehr spannend, wollte aber irgendwie noch mehr wissen. Und zum anderen wollte ich natürlich auch meine beruflichen Aussichten noch ein bisschen verbreitern. Und ob das wirklich klappt, dazu haben wir ein paar ehemalige Absolventen des Studiengangs hier, die uns dazu berichten können. Als erstes möchte ich Lea Sauter vorstellen. Sie hat letztes Jahr ihren Abschluss gemacht und ist jetzt in der Universitätsmedizin Rostock tätig.
Genau, manche von euch kennen sie vielleicht auch aus dem Podcast Die Your Brain. Herzlich willkommen, Lea, bist du da? Ich hoffe, du... ich habe gerade erfahren, dass sie bald zu uns stoßen wird. Aber wir haben noch andere Gäste hier. Ich würde ganz gerne hier unsere schon angesprochenen Absolventen zu Wort kommen lassen, die aktuell im NEET tätig sind. Und das wäre nämlich der Herr Robert Renter und die Frau Susanne Eser. Seid ihr da? Ich glaube, ich habe euch vorhin gesehen. Hallo, Vincent. Wir sind da. Schön, dass ihr da seid. Ich würde euch ganz kurz bitten, euch kurz vorzustellen und uns kurz zu erzählen, wie es bei euch so nach dem Studium weiterging. Ja, ich würde mal übernehmen. Erstmal, wie gesagt, mein Name ist Robert Renter, ich bin Diätassistent. Ich habe Diätetik studiert von 2016 bis 2018. Hatte zuvor einige Jahre Berufserfahrung in der Ernährungstherapie. Ich war in einer Klinik und in einer Arztpraxis, habe dann Diätetik studiert. Nach dem Studium hatte ich die Chance auf Mitarbeit in einem Forschungsprojekt, auch in der Hochschule in Brandenburg. Das Forschungsprojekt hieß Ammonia. Bei Ammonia ging es um die betriebliche Gesundheitsförderung mittels der Kombination aus digitaler Anwendung und persönlichem Ernährungscoaching. Digitale Anwendung, was meine ich damit? Man kann sich das vorstellen, das war ähnlich wie eine App, eine Plattform, in der sich die ProbandInnen einloggen konnten und somit Zugang zu spezifischen Tools hatten, wie zum Beispiel Ernährungswissen, Sporteinheiten, Meditationseinheiten, Achtsamkeitsübungen, um das Ganze mal so grob zu umschreiben. Und dieser ganze Prozess wurde quasi von Studierten und Studierenden, DiätassistentInnen, persönlich begleitet. Was war das Ziel? Das Ziel war die Verbesserung von konkreten Gesundheitsparametern. Diese Gesundheitsparameter wurden im Rahmen des Forschungsprojekts natürlich auch entsprechend eines Forschungsprojektes mit wissenschaftlichen Methoden ausgewertet, die man unter anderem auch im Studiengang Diätetik erlernt und auch vertieft. Ja, also nach dem Forschungsprojekt kann ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen, habe ich mich entschlossen, noch den Master in Gesundheitswissenschaften zu machen, in dem ich mich aktuell auch noch befinde. Danke, das klingt sehr spannend. Und an welchem Projekt arbeitest du zurzeit? Gibt es da irgendwas? Oder? Ich arbeite unter anderem an verschiedenen Projekten neben dem Studium. Unter anderem helfe ich auch bei der Energiestudie, die, glaube ich, Lea gleich noch ganz kurz vorstellt, als wissenschaftliche Hilfskraft. Ja, super, vielen Dank. Ich habe, glaube ich, Lea ist jetzt hier. Grüß dich, möchtest du auch kurz was sagen? Ja, hallo, Entschuldigung erstmal und danke, dass ich hier sein darf. Genau, ich habe letztes Jahr meine Ausbildung in Neubrandenburg beendet. Also ich habe den Bachelor absolviert und ich hatte mir damals in der Ausbildung gedacht, was soll ich eigentlich machen mit mir selbst? Wir haben so viele Möglichkeiten wie DiätassistentInnen. Wir können in die Lehre gehen, wir können in das Gesundheitssystem gehen, wir können in die Industrie gehen und in die Wirtschaft. Aber wir werden gar nicht so wahrgenommen und wir bekommen gar nicht die Anerkennung, die uns eigentlich gebührt. Und Neubrandenburg hat mir damals so ein bisschen den Lichtblick dazu gegeben, zu sagen, okay, ich fange jetzt an, ich starte jetzt durch und schöpfe einfach noch mehr Fähigkeiten, noch mehr Potenzial, dass man einfach auch die Tools kriegt, die man braucht. Und durch meine Bachelorarbeit im Energieprojekt, auf das Robert gerade schon hingewiesen hat, das ist eine große Studie, die von der EU gefördert wird und in der Professor Lucia Valentini auch Projektpartnerin ist. Und sie hat mir ermöglicht, in Rostock bei Professor Lambrecht die Ernährungsberatung sowie die Mangelernährungsdiagnostik auf Station der Gastroenterologie durchzuführen. Und ich mache da aktuell auch das Ernährungsassessment, die Mangelernährungsdiagnostik. Ich bin für den Ernährungssupport zuständig und lerne dauernd Neues, wie ich mit dem Patienten arbeiten kann. Und ich bin in der Wissenschaft. Das heißt, ich kann als Diätassistentin auch einen wissenschaftlichen Beitrag geben. Und Neubrandenburg hat mir dafür die möglichen Tools gegeben. Super, vielen Dank. Das klingt alles sehr spannend. Auch mal zu sehen, was man tatsächlich nach dem Studium anfangen kann, konkret, wo man landen könnte.
und wo man sich überall aktiv beteiligen kann, an welchen Bereichen auch. Möchtest du noch ganz kurz was zum Podcast erzählen für die Zuhörer und Zuhörerinnen? Natürlich. Wir Diätassistenten schlafen auch gerne mal ein. Also das ist gar nicht böse gemeint, aber wir, auch wie Sabine Ulrich-Hahn schon gesagt haben, wir haben nicht so eine richtig perfekte Bezeichnung und wir ärgern uns auch manchmal darüber und wissen auch gar nicht, wie wir so in den Vordergrund treten sollen. Und genau deswegen hatte Merle Vollgraf und ich die Idee, es wäre doch schön, einfach mal Diätassistenten zu zeigen, hey, ihr könnt berufspolitisch aktiv werden, ihr könnt anfangen, euch zu melden, ihr habt die Tools, erinnert euch, wo ihr eure Informationen hergibt. Der VDD-Kongress findet statt, einfach nochmal so ein paar Inspirationen zu geben, weil wir uns selber nicht ganz so präsent sind. Und deswegen haben wir einen Podcast für DiätassistentInnen. Vielen Dank. Ja, ich glaube, das ist nämlich für viele HörerInnen auch ziemlich spannend, dass es da einen Podcast gibt, in dem man sich eben auch eben viele spannende Themen anhören kann. Genau, als drittes würde ich jetzt ganz gern noch Susanne Esau, wenn sie da ist, bitten, uns kurz, kurz zu erzählen, wie es bei dir so nach dem Studium weiterging und an was für Projekten du derzeit arbeitest. Gerne, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich habe ja auch die Ausbildung, zur Diätassistentin gemacht und habe danach auch 1,5 Jahre in der Praxis gearbeitet, in Reha-Kliniken und habe aber für mich entschieden, dass das nicht so für mich weitergehen kann, dass das nicht so meins ist und habe dann vom Bachelor erfahren und den habe ich von 2015 bis 2017 studiert hier in Neubrandenburg und während meiner Bachelorarbeit und auch im Modul wissenschaftliches Arbeiten kam dann eine regelrechte Liebe zur Forschung hervor, die natürlich auch in diesem Studiengang sehr gefördert wird. Und habe mich danach dann noch für ein Masterstudium entschieden, Ernährungswissenschaften in Halle habe ich studiert und bin schon fast fertig. Ich habe meine Masterarbeit auch im Energieprojekt geschrieben bei Professor Valentini und über das hatte ja Lea schon einiges erzählt. Und jetzt nach der Masterarbeit bin ich schon in das nächste Forschungsprojekt hineingerutscht. UltraPulp nennt sich das und ja. Ich arbeite jetzt weiter hier im NEED bei Professor Valentini und bin sehr glücklich damit. Ja, vielen Dank. Sehr schön zu hören, dass du deine Begeisterung für die Forschung gefunden hast. Mhm. Ich möchte mich nochmal bei allen drei bedanken, die uns jetzt hier ihren Werdegang nach dem Studium mit uns geteilt haben. Und natürlich gibt es noch andere weitere Tätigkeitsbereiche für die Assistenten, wie wir schon gehört haben, sind wir da sehr breit aufgestellt, wie zum Beispiel auch in der Lebensmittelindustrie oder in Führungspositionen von Ernährungsteams. Und jetzt haben wir so die Sicht vom Studiengang und von den Studierenden gehört. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wie ist denn die Sicht der Arbeitgebenden? Ist es für Sie denn interessant, auch Diätassistenten anzustellen? Und dazu haben wir ein kleines Video von dem Chefarzt Professor Dr. Carsten Böning für euch vorbereitet. Okay, ich stelle dir jetzt gerade die Frage, Herr Professor Böning, warum sollte man aus Ihrer Sicht in Neubrandenburg studieren? Ich bin Internist und Gastroenterologe und leite seit circa 6 Jahren die innere Abteilung des Krankenhauses Waldfriede. Und ich hatte vom ersten Tag an den Wunsch, hier in unserem Krankenhaus ein Ernährungsteam zu etablieren. Für die Krankenhäuser ist es manchmal gar nicht so leicht, eine Person zu Wir hatten jetzt kurze technische Probleme, aber wir werden das Video jetzt in Kürze zu hören bekommen. Genau. Okay, ich stelle dir jetzt gerade die Frage, Herr Professor Böning, warum sollte man aus Ihrer Sicht in Neubrandenburg studieren? Ich bin Internist und Gastroenterologe und leite seit circa 6 Jahren die innere Abteilung des Krankenhauses Waldfriede.
Und ich hatte vom ersten Tag an den Wunsch, hier in unserem Krankenhaus ein Ernährungsteam zu etablieren. Für die Krankenhäuser ist es manchmal gar nicht so leicht, eine Person zu finden, die ein Ernährungsteam klinisch leiten kann. Die Ausbildung für die Ökotrophologin, für die Diätassistenten finde ich extrem gut. Manchmal reicht es aber nicht aus, um wirklich auch ein Krankenhausteam zu leiten. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass die Ernährungswissenschaften häufig nicht praxisorientiert genug sind. Und auf diesen Grund bin ich relativ früh an Frau Professor Valentini herangetreten und habe gefragt, ob wir nicht zumindest mal als Beginn einer Kooperation Praktikanten ausbilden können, die bei Ihnen in Neubrandenburg studieren. Und dann kam der Anruf für die erste Praktikanten, ob wir relativ rasch jemand hier noch beherbergen könnten, der vorher auf seiner anderen Praktikumsstelle nicht ganz so glücklich war. Und wir haben sofort zugeschlagen. Und diese Person leitet jetzt unser Ernährungsteam. Ich war vom ersten Tag an begeistert von der Tatsache, wie sie in der Lage war, die Kombination aus einer extremen Praxisfähigkeit durch die Ausbildung und jetzt wirklich sehr gut auch akademisiert mit Interesse an Wissenschaft, mit Interesse an Forschung und mit einer unglaublichen Power hier ins Krankenhaus gekommen ist. Und aus einer Praktikantin wurde dann erst eine Mitarbeiterin mit einer 20-Stunden-Stelle und inzwischen hat sie eine Vollstelle. Und aufgrund der Tatsache, dass sie hier im Krankenhaus sich so gut etabliert hat, ist natürlich klar, kommen mehr Projekte. Und jetzt haben wir eine zweite Person für unser Ernährungsteam eingestellt. Und jetzt dürfen Sie alle 5-mal, 17-mal raten, woher diese Person kommt, aus Neubrandenburg. Das heißt, wir haben jetzt zwei Mitarbeiterinnen, die bei uns das Ernährungsteam leiten, die eine Ambulanz für Ernährungstherapie aufgebaut haben, was für uns in der Kooperation mit den Niederlassen extrem wichtig ist. Die setzen hier die Standards im Krankenhaus für die Intensivstation, für die Normalstation. Wir screenen jeden Patienten auf Mangelernährung. Und was uns auch ganz wichtig ist, sie sind direkt in der Speisenversorgung mit beteiligt. Wir haben eine eigene Küche und auch hier kann sich unser Ernährungsteam einbinden. Die Mitarbeiter halten Vorträge. Wir machen wissenschaftliche Studien und auch das freut uns extrem doll, dass wir immer wieder auch Bachelor-Absolventinnen im Rahmen der Bachelorarbeit hier bei uns im Krankenhaus betreuen können. Und wir haben wirklich auch für ein kleineres Haus, wie ich finde, ganz, ganz spannende Studien hier mit den Mitarbeiterinnen durchgeführt, die, glaube ich, auch hier sehr gut bei uns betreut werden, mit mir und den beiden Mitarbeiterinnen aus Neubrandenburg. Also ich kann Sie nur bestätigen, dass Sie diesen Studiengang durchführen, weil er Ihnen, glaube ich, eine unheimliche Kombination aus Wissenschaft, aus akademischem Werdegang, aber auch mit einer sehr schönen Praxisrelevanz. Und das ist genau das, was nicht nur die Kliniken heutzutage brauchen, sondern was sie auch in verschiedenen anderen Berufszweigen mit ziemlicher Sicherheit etablieren können. Und wenn ich noch eine persönliche Sache anmerken darf, ich habe so viel von unserem Ernährungsteam geschwärmt und von Ernährungsmedizin. Ich bin selbst auch Ernährungsmediziner, dass meine Tochter zum Beispiel ein großes Interesse hat, den gleichen Werdegang wie unsere Kollegin aus Neubrandenburg zu gehen. Ja, wie ihr gehört habt, werden wir doch, also Absolventinnen aus unserem Studiengang werden doch eigentlich ganz gerne auch an Kliniken gesehen. So, ja. Dann ja, das war es auch schon mit unserem Hochschulinformationstag. Wir haben uns sehr gefreut, dass doch ein paar zugeschaut haben und sich vielleicht auch für das Studium interessieren, sei es jetzt Agrarwirtschaft, Diätetik oder Lebensmitteltechnologie. Also wir stehen auch gerne für weitere Fragen zur Verfügung ab 18 Uhr. Beziehungsweise ab 18:30 Uhr. Genau. Genau, sind dann die Chats offen. Falls noch weitere Fragen sind, ja, die wir dann ganz gerne klären. Und wenn sich im Laufe der Zeit noch Fragen ergeben, manchmal muss man das eine oder andere ja mal einen Tag sacken lassen, ist auf jeden Fall am Samstag auch noch die zentrale Studienberatung für Sie, für euch da. Genau. Genau, da bekommt ihr auch einen Einblick so in die Hochschulgremien. Wir stellen zum Beispiel den Fachschaftsrat vor, der ist für die Agrarwirtschaft und die Lebensmitteltechnologie. Das findet am Samstag statt, da bin ich auch wieder dabei. Da würde ich mich auch freuen, wenn der eine oder andere vorbeischaut. Und ja, genau. Ja. Dann sagen wir auch nochmal vielen Dank an alle, die den DigiHit möglich gemacht haben und an die, die zugeschaut haben.
Tschüss. Tschüss.